Apparently, it was all fake.
down and never did. I know somewhere where I can feel my soul. Lately I'm skin and bone, so hollow. I've never felt so alone. I need you more than you know. Still feel like home. To a place I know, somewhere where I can feel my soul. Lately I'm skin and bone, so hollow. I've never felt so alone. I need you more than you know. Cause baby you feel like home. Destiny. I feel a champion waking inside of me. It's emotion, the legends.
survived the pain, I know it made me stronger. Can do it like Vinny. Yeah, no permission. I got it. So anti yeah, you're a bad chick and you know that. Eyes roll back every time you throw that love letter on your bed. I wrote that I need you and I'm not afraid to show that. I could buy you anything, anything on your everything, everything. Buy you anything, anything on your everything, everything. When the world falls down, will you pick me up? I came up from a small town, no one hit me up. Now they wanna be my friend. Everybody play pretend. But now I'm pulling up in a Bentley. Bentley. It really ain't you. You can tell me. What? I just wish somebody would help me. Help me. This lifestyle is not I healthy. I could buy you anything, anything on your everything, everything. Buy you anything, anything on your everything. I could buy you anything, anything on your everything, everything. My God's world, fell in love with the diamonds and pearls. Yeah, we do what we want when we want. Sex fifth with the new Saint Laurent. Party too lit, get kicked out. All alone, that's the only way to live now. Yeah, we do what we want when we want. I'ma get you anything that you want. I could buy you anything, anything on your everything, everything. Buy you anything, anything on your everything.
I could buy you anything, anything on your everything, everything buy you anything, anything on your everything. I could buy you anything, anything on your everything, everything buy you anything, anything on your everything, everything. Sitting on a bench, waiting for the time to pass, dreaming of what happens next. I do what I wanna be, questioning my destiny, only knowing what I see. I don't even realize I've already made a path, and I can change it anytime, I can't take it back. I know what I want, but it seems so damn far away. You've wanted to be, prove it. Crazy, 'cause they don't understand.
I know somewhere I can feel my soul. Lately I'm skin and bone, so hollow. I've never felt so alone. Need you more than you know. I know somewhere I can feel my soul. Lately I'm skin and bone, so hollow. I've never felt so alone. I need you more than you know. Cause baby you feel like home.
Herzlich willkommen zur Meisterschaft. Relegation Spieltag 2 heute am gewohnten ESL-Dienstagabend. 19.15 Uhr ist die Zeit für euch hier einzuschalten, wenn ihr Bock habt auf deutschsprachige Warcraft-Action. Wir entscheiden heute, wer in der Herbstsaison noch dabei sein wird. Aber bevor wir das entscheiden, müssen wir natürlich mal wieder eine kurze Frage stellen. Mr. Remo Demo, kennst du die magischen drei Worte? Letzte Chance, Baby. Ah, passend, aber heute natürlich für alle Star Wars Fans da draußen, May the Force. Heute ist Star Wars Tag, Remo. Bist du heute auch mit deinem Bademantel und dem Lichtschwert in der Hand durch die Innenstadt gezogen? Als alter Karnevalist. Ich habe leider kein Laserschwert. Bin da nicht der größte Fan von, aber ich freue mich für alle Leute da draußen, die große Star Wars Fans sind. Hatte ich komplett vergessen, dass heute der Star Wars Tag ist, Jans, aber wie so oft hast du recht und das wird einige da draußen erfreuen, vor allem unseren lieben Slash, ne? Der ist doch eigentlich großer Fan der galaktischen Soap Opera und ja, wünsche ich euch alle einen schönen May the Fourth, aber vielleicht noch wichtiger, unsere Relegation heute. So sieht's nämlich aus. Der Slasher, der hat sich heute freigenommen. Vielleicht deswegen. Vielleicht ist es für ihn ein heiliger Tag, den er zu Hause auf dem Sofa oder mit was auch immer, wo auch immer verbringt. Vielleicht hat er sich im Keller einen kleinen eigenen Todesstern eingerichtet. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Oder läuft in seiner R2-D2-Montur rum. Wir haben, wie gesagt, die Relegation für euch. Und zwei Spieler haben es gestern schon gepackt. Und das, da war ganz schön was los in der Meisterschaft. Shocky hat erstmal den guten Jokern eliminiert mit 3-0 und dann hat er Philly Warrior mit einem 3-1 in die Knie gezwungen. Shocky, also nächste Season in der Meisterschaft dabei, das ist Undead Nummer 5, der erste Spieler von Infernales, der uns beglückt in der Meisterschaft. Und Mr. Marathon, der Tom ist wieder mit dabei, hat gegen Sunny lange Zeit gar nicht so gut ausgesehen. War da hinten, war schon kurz vom Lower Bracket, hat das Ding aber nochmal rumgerissen und gegen Scars war der Gute sogar 2-0 hinten und hat dann drei Maps in Folge geholt. Tom in Fighting Spirit, das ist dem vollkommen egal, ob er da irgendwie kurz vorm Abgrund steht, ne, der hat es einfach gemacht. Er hat es einfach gemacht, das muss man manchmal einfach machen, einfach machen. Einfach wahnsinnige Performance von Tom, eine Legende in Counter-Strike, eine Legende in der Relegation. Und er beweist sich, behauptet sich hier und ist wieder mal mit dabei. Ein neuer Spieler, ein Jungblut sozusagen und ein Veteran, der es wieder schafft in die nächste Saison. Zwei Spieler haben wir schon herauskristallisiert und jetzt brauchen wir noch zwei heute aus dem Lower Bracket. Aus 6 Spielern können nur 2 es schaffen. Wer wird das sein, frage ich mich. Jannis, glaube ich, hat ganz viele seiner Pokerchips, so wie Dylan Horton, auf Philly Warrior gesetzt. Aber wir sehen uns die andere Hälfte. So sieht's aus. Wir haben wieder 2 Hälften. Dementsprechend haben wir 2 Streams. Der Slash, wie gesagt, hat sich mal freigenommen. Der hat auch viel geackert in letzter Zeit. Hat W3 Champions Finals gemacht, hat hier gestern die Relegation mit unterstützt. Und hat auch in nächster Zeit viel zu tun. Von daher, Slasher, gönnt ihr mal eine Pause, ne? Wir sind dabei, wir haben Unterstützung. Bei Sparta gibt's heute den zweiten Stream. Sparta Twitch auf Twitter. Denke ich mir mal, sollte man sich dann nicht Sparta Twitter nennen und Sparta Twitch und Sparta YouTube und Sparta Facebook? Wie sind die Branding-Regeln da, Remo? Da bist du bei mir auf jeden Fall an der falschen Adresse. Bei Branding denke ich direkt an an Pferde? Rindvieh Großverkauf, ja, und an meine Cowboy-Fantasien mit dem Hut und beim, ja, wie heißt dieses Event, wo die Cowboys auf ihren Stieren unterwegs sind, die so buckeln die ganze Zeit? Du weißt, was ich meine, ne? Diese Texas-Tradition, da, ja, gibt's doch einen Namen für. Rodeo. Rodeo, genau so sieht's aus. War ich schon früher auf der Kirmes großer Fan von und eines Tages schaffe ich's nach Texas mit Jannis. Denn das ist auch seine politische Überzeugung, die sie da haben. Ja, wenn du so weitermachst wie gestern, ne, dann gehen wir nicht nach Texas, sondern da gehe ich mit dir zu diesem Bullenrennen in Spanien und schmeiß dich da vor die Hörner. Alter, das muss Spaß machen. Ja. Das ist ja eine sehr blutige und wahnsinnige Tradition. Ja. Aber, wenn du da in den Straßen bist, das muss einer der adrenalingeladensten Momente deines Lebens sein. Und ja, den vergisst du nie wieder. Und was ist unser Leben, wenn nicht eine Ansammlung von tollen Erfahrungen. Soll ich das jetzt wirklich ausführen? Was das hier ist, jede Woche mit dir. Das ist
Eine wunderbare Erfahrung nach der nächsten. Ich weiß, ja, genau. Wir sind beide so gesegnet. Ich vor allem von unserem. Ja. Du bist gesegnet Retter, mit mir. Jesus Christus. Nee, du bist gesegnet und du mit mir. Von Warcraft, glaube ich. Ja. Erstmal, wir sind heute gesegnet mit dem Lower Bracket und wir haben euch das Bracket ja schon mal gezeigt, aber jetzt haben wir uns da ein bisschen auf den Winner-Teil fokussiert gestern. Heute letzte Chance. Danach ist nichts mehr mit Fallen. Danach ist man raus. Joker gegen Pallas, der Sieger gegen Scars. Also ein Nachtelf hier, ein Human und ein Ork in diesem Teil des Brackets. Und bei Sparta seht ihr Sunny gegen Darkness. Das ist doch mal ein Matchup, oder? Das ist, also gegensätzlicher könnte es ja nicht sein. Stimmt. Ja. Guck mal, wie poetisch wir sind hier, wie sich die Gegensätze auch anziehen. Finde ich schön, dass die beiden aufeinandertreffen. Was wird obsiegen, ist die Frage. Ist es Frodo und die Gefährten oder ist es Sauron und Morgoth? Oder vielleicht, weil heute Star Wars Day ist, kannst du mal hier die Jedi-Ritter gegen die Sith anbringen und nicht immer nur in deinen komischen Fantasy-Ritterwelten unterwegs sein. Aber da kenne ich die Oberbosse nicht. Wer ist denn der Oberboss der Sith? Da gibt's, das ist der Alte. Palpatine, ne? Ja, aber der ist ja nicht in den neuen Teilen. Wie heißt? Ich doch, weiß nicht, wer der ist neuen doch. Teilen hat. Remo, hast du entweder den letzten Teil nicht gesehen? Ich habe den letzten Teil gesehen. Ja. Mit Freunden. Ja. Bisschen angetrunken. Ja. Und weiß null. Aber gar nichts. Das aber merkt ich man auch, aber. Ich glaube, das ist auch die bessere Resultat. Aber ich will ja den Star Wars Fans nicht allzu arg auf den Nerv gehen. Wer ist denn der Jedi-Obermacker? Ist das Yoda oder gab es da noch jemand anderes? Ich glaube, da gab es vor ihm noch ein paar andere, aber da bin ich bin nur auf der bösen Seite unterwegs. Da weiß ich alle Stammbäume, die gute Seite interessiert. Die hatten ja auch nicht so arg ein tyrannisches System. Die hatten ja eher, glaube ich, so ein demokratisches oder halbdemokratisches System. Ja. Ich weiß, die hatten einen Council. Mhm. Und die hatten nicht einen Obermacker, ne? Wenn ich das richtig weiß. Aber zur Not immer Luke. Luke Skywalker. Jawohl, ich kann kaum auf die nächste Trilogie warten. Ja, das wird toll. Es wird Zeit, ne? Disney, komm, auf neue Star Wars Filme. Vielleicht zur nächsten Meisterschaft, die dann im Herbst startet. Vielleicht gibt es da auch neue Star Wars Filme. Da freue ich mich drauf. Ja, aber kurz zurück, mit dir nach Pamplona, dich da vor einen Stier schmeißen, das wäre eventuell meine Lieblingssituation des Lebens. Aller das Zeiten. Richtig geil. Ich ziehe mir dann auch so enge weiße Hosen an, wie die immer haben. Die sehen dann ultra sexy aus. Und die haben auch oftmals so einen Schal an, ne? So einen richtig engen Schal. Weiß nicht warum, aber die Spanier, die haben viele coole Traditionen. Ob Scars auch ein Befürworter davon ist, werden wir vielleicht später von ihm hören. Wir werden ihn auf jeden Fall noch sehen. Korrekt, er war gestern schon so kurz davor. Eine Map hat gefehlt gegen Tom. Mal gucken. Jokern war gestern ein bisschen auf Krawall gebürstet, wa? Dem ging es gar nicht so gut am Ende der Series gegen Shocky. Hat da ein paar Flammen rausgehauen, ein bisschen Salz verstreut. Mal gucken, ob sich sein Gemüt heute geregelt hat. Und bei Pallas müssen wir mal schauen, was bei dem so geht. Der hat gegen Philly Warrior 3-0 verloren. Anscheinend relativ klare Kiste. Das ging auch extrem schnell. Ich glaube, die hatten die ganze Series ungefähr in der Zeit durch, wo wir bei der ersten Map gerade noch waren, bei Shocky und Jokern. Und da freue ich mich, vielleicht kann Pallas heute ein bisschen aufdrehen. Und dann vielleicht sehen wir den ersten Spanier. Sunny, Darkness und Philly Warrior im unteren Teil der Tabelle. Und das ist heute unser Programm. Jawohl, freut mich sehr, die Spieler hier sehen zu können. Von Jokern habe ich natürlich schon einige Matches gesehen aus den vorherigen Seasons, aber von Scars und Pallas persönlich weiß ich sehr wenig. Bin gespannt, was für einen Style die spielen und welche Strategien uns hier gegenüberstehen. Vor allem in unserem ersten Matchup, Human gegen Nachtelf. Das kann auch öfter mal länger gehen, Janis, ne? Da gibt es öfters mal Two-Base, dann gehen wir Tier 3. Sind wir vor allem heutzutage ziemlich viel. 80 Supply wird da oftmals angepeilt. Und solche Matches gefallen mir immer sehr gut. So sieht's aus. Momentan fehlen uns, wie gesagt, noch 2 Spieler, aber das heißt, wir haben schon 10 Spieler fest für die nächste Season im Herbst. Auf der Human-Seite Drunken und Todd, Playing Ducks und No Limit Gaming am Start. Der Francis und der Tom, die repräsentieren natürlich die Orks. 5 Undeads, Edo Ente waren der Meister X-Lord und Shocky. Und Kevin, der ist auf der Nachtelf-Seite noch ganz alleine mit seinen Rocket Beans. Da muss doch noch ein Elf dazu. Vielleicht sein Freund Joker, das sind doch Buddies. Ja, Joker hat auf jeden Fall recht gute Karten, es hier durchzuschaffen. Wir haben schon zuvor bemerkt, wie gut er oftmals in der Rele aufdrehen kann. Gestern war das noch nicht der Fall. Gegen Schocker war es am Ende dann doch relativ eindeutig. Aber heute hat er eine weitere Chance. Und hoffentlich mit kühlerem Gemüte kann er da besser aufspielen.
werden wir mal sehen. In der Vergangenheit haben wir ja oftmals gedacht, Nachtelf hat es schwer gegen Human, und das haben auch vor allem die Nachtelfen oftmals genauso betont. Aber in letzter Zeit scheint sich da einiges gedreht zu haben. Und ja, Jokern wird sein Bestes geben. Das weißt du ja gar nicht. Meinst du, er spielt einfach absichtlich 50 APM, so Mouse only? Was sind das für Behauptungen hier? Kannst du gar nicht wissen, mit nichts untermalt, diese Aussage. Aber ja. Dass er sein Bestes gibt, Mann. Ja. Ja doch, Janis, das ist die höchste deutsche Spielklasse. Das ist korrekt. Gibt jeder sein Bestes. Gut, das ist natürlich, da hast du natürlich einen guten Punkt. Außerdem ist Jokern auch der Meister der Relegation. Da hat er schon oft gute Leistungen gezeigt. Vielleicht da auch empirisches Wissen, was da noch ein bisschen mit reinspielt. Empirisches Wissen ist, dass wir Gewinnspiele lieben. Ihr natürlich auch. Und dass wir immer wieder tolle Preise haben hier in der ESL-Meisterschaft. Durch unsere tollen Sponsoren. Zum Beispiel Bitburger, die zwei Packen 0-0 raushauen für die hoffentlich bald wieder etwas sommerige, frühlingshaftere Zeit. Draußen stürmt es nämlich schon wieder. Ist alles sehr dunkel. Und ein Beanbag gibt es dazu. Auf den könnt ihr euch dann draufsetzen, damit ihr es nicht mit den Nieren bekommt. Paysafe-Karten gibt es von PaySafeCard, logischerweise, 10 Stück, 25 Euro. Und da kann man sich tolle Sachen von kaufen, Remo. Was würdest du dir mit 25 Euro holen? Eine Reise nach Pamplona. Da müsste ich dann sehr viel hitchhiken, aber irgendwie geht das schon. Oh, das sehe ich dich auch. Hitchhiken. Hoodies gibt's auch noch von der Techniker, damit ihr nicht krank werdet und die Jungs euch nichts bezahlen müssen. Die ESL hat da natürlich auch ihr Logo draufgehauen. Und von McDonald's den Hauptgewinn, 6x Big Mac Bettwäsche, wir wollen euch in der Bettwäsche sehen. Also, eselmeisterschaft.de/raffle. Da klickt ihr jetzt drauf, dann klickt ihr auf alles, was da angeboten wird. Homepages, Twitter-Accounts, Twitch-Accounts, YouTube-Accounts, Instagram, Facebook, alles. Einmal anlegen, einmal draufklicken. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Und wir haben jetzt erstmal genug geredet. Wir ziehen uns zurück, wir kuscheln uns nochmal kurz ein, wir machen uns nochmal einen Drink. Ich resette nochmal meine Nerven hier. Und dann geht's los mit Jokern gegen Pallas. Bis gleich. Do you
Embrace your destiny. Slay your enemy. Raise a legacy. No more apologies. Trust your abilities. Gather the energy. Pull yourself back together. Been staying off track forever. Child of the nation. We'll seek redemption. Time for salvation. Today is meant to be day of victory, time for history. Rebirth's a tendency, fight the entropy, channel your rivalry. You're praying for fortune to come. You're hearing the sound of the drums. It's too late to backtrack, but pack your bag now. Keep your feet on the road and stand up. You've got what it takes to fight back. Don't stop. Zurück in der Meisterschaft mit HD Neo und SD Remo. Wie weit sind wir denn mit so Spielstarten und so, Remo? Ja, die Spieler haben sich nicht zu Wort gemeldet. Ich glaube, die sind noch am Phaeton, so wie der Konsul früher in Rom. Da kommt das Wort, glaube ich, her, ne? Ich als HBO-Fan habe da auch die Serie von gesehen. Und das ist ungefähr, wo mein ganzes römisches Lateinwissen herkommt. Und das solltet ihr alle nachholen. Supergeile Serie. Hast du früher kein Asterix geguckt? Aber ja, wir brauchen noch einen Moment. Asterix, doch selten. Da liefen immer abends damals auf Sat.1 diese Asterix-Filme. Ne? Da gab es vier oder fünf oder so von. Ja. Und die waren irgendwie jeden Samstag in Rotation. Da weiß ich noch ein bisschen was von, aber das ist auch alles sehr blurry. Da kommt man auch nicht dran vorbei. Passierschein A38, das ist immer noch eine legendäre Geschichte. Toll. Einfach toll. Einfach tolle Filme. Kann man sich aber mal wieder geben, wenn ihr Meisterschaft vorbei ist und ihr nicht wisst, was mache ich denn jetzt Dienstag und Mittwoch, dann eventuell mal reinschauen in alte Asterix-Filme. Aber noch nicht nächsten Dienstag, Remo, weil du weißt natürlich, wo du von Mittwoch bis Sonntag bist. Das ist ja Dreamhack-Zeit, die startet morgen mit zum Beispiel X-Lord, der gegen Starshaped spielt morgen zum Auftakt. Aber nächsten Dienstag, da hauen wir noch mal alles raus, Remo, was hier Meisterschaft angeht. Jawohl, und zwar geht's weiter mit den Quarterfinals. Die Finals stehen an und die Quarterfinals werden gespielt. Zwei davon, um herauszufinden, wer es denn in die Semifinals schafft, zu unseren Gruppensiegern, was Todd und X-Lord sind. Und vier Spieler stehen da an und da werden wir herausfinden, wer es packt. So sieht's aus. Wahn gegen Kevin. Das wird ein Match, Freunde. Da freue ich mich drauf. Kevin hat schon Ente und Edo besiegt. Jetzt wartet der nächste an. Der hat, und da bin ich mal gespannt, ob Wahn dem ein bisschen was entgegenzusetzen hat. Vielleicht, wenn da viel gearbeitet werden muss momentan. Und Kevin, den sehe ich ganz oft im Discord, ganz oft in den Stream-Chats. Der scheint sich gerade das Leben so ein bisschen gut gehen zu lassen. Vielleicht wird er noch hart trainiert in der nächsten Woche. Ente gegen Francis sehen wir nicht nur den ersten Österreicher, der mehr als zwei Siege holt, nicht nur den ersten Österreicher, der ins Viertelfinale schafft, sondern auch noch einen Österreicher, der es ins Halbfinale schafft. Das wäre schon eine Sensation. Da freut sich der Franz und die Sissi zu Hause. Franz. Sissi. Ja, das wäre echt ein Riesenerfolg für ihn. Auf Papier scheint das nicht allzu easy zu sein. Ente geht da auf jeden Fall als Favorit ins Rennen. Aber Ente, in den letzten paar Wochen hat er ab und zu mal ein bisschen gepatzt. Also vielleicht ist da was möglich. Und wir werden sehen, ob es Francis schafft mit Fast the Hater Antan oder mit was auch immer er da spielen wird. Es werden ein paar super Games. Und vielleicht werden unsere Games heute in der Relegation auch ganz super. Da wurde schon gut vorgelegt gestern. Wild ist es gewesen. Frostworms haben wir gesehen von Chocky. Der hat nämlich, wie gesagt, Jokern ins Lower Bracket katapultiert. Und kann Jokern nochmal so einen famosen Run starten, wie in den Seasons davor? Wenn, dann muss er jetzt anfangen. Ansonsten ist das hier nichts mehr. Und Pallas vielleicht in seinem größten Turnier aller Zeiten, würde mich nicht unbedingt wundern, wenn dem so wäre. Spürt er den Druck? Oder ist das für ihn einfach nur so gut performen, wie es geht? Das ist hier die Frage. Und sobald ich unser Overlay zum Laufen gebracht habe, Remo, starten wir das Ganze. Hier seht ihr die beiden. Zumindest einen der beiden seht ihr, weil der andere hat kein Spielerbild. Jokern Michel Hermann von den Playing Ducks gegen seinen Clanmate, den Dominik. Also kann Jokern das nochmal schaffen? Oder macht sich ein zweiter Dominik auf den Weg in die ESL-Meisterschaft. Jetzt habe ich alles richtig sortiert und jetzt kommt der Bumper.
Da haben wir ihn. Vielleicht zum ersten Mal auf einem Back to Warcraft Stream. Sunny haben wir in einigen Cups schon sehr intensiv verfolgt. Sein Human Clanmate Pallas, sieht das ein bisschen anders aus. Der spielt auch ein bisschen standardmäßiger. Nicht immer die Pally Rifles, obwohl der Name das ja eigentlich nahelegt, ne? Bei ihm kann man hier Archmage erwarten, Richtung Todd, sage ich mal, mehr als Richtung Sunny oder Thorzan. Und von Jokern, da wissen wir eigentlich, was auf was wir uns einstellen können. Aber hier ist schon mal ein später Altar. Jawohl, die Strategie, die wir mittlerweile seit gut einem halben Jahr oder so kennen, ne? Beastmaster first und dann wird richtig schnell gecreept. Auf Last Refuge super stark, denn hier kann man mit dem Beastmaster direkt das Merc Camp creepen, was nur mit dem hält und keinem anderen geht. Zumindest nicht so einfach. Und damit kann man es schnell auf Level 2 schaffen, kurz danach schnell auf Level 3 und mit Mercenaries dann zu Beginn schon sehr stark sein. Die zwei Wisps machen sich nach Süden auf und eine Archer. Das könnte vielleicht sogar aggressives Play sein und gar keine Creepy hier von Joker. Spielt der Naga? Spielt der Little DC Naga? Oh! Das würde ich von Joker jetzt absolut nicht erwarten. Also vielleicht so in anderthalb Jahren. Nee, aber es ist der Beastmaster. Mit Bär. Aber direkt geht's nach vorne. Direkt geht's zum Harass. Da werden auch noch mal die Creeps gepullt. Zumindest wird das versucht. Wisp aber direkt von zwei Äxten begrüßt. Also kein Merc-Camp in den ersten Minuten von Last Refuge. Das ist schon mal sehr selten. Wer kriegt die Last Hits? Nicht Jokern, nicht Jokern. Und die Wisp haben auch noch nicht viel gemacht hier. Ein bisschen schmerzhafter Creep hier für Pallas zu Beginn. Das Water Elemental wurde ensnared, somit ging einiges an Schaden auf die Peasants. Aber tatsächlich haben bisher alle überlebt. Beastmaster hat bisher noch keine Kills finden können. Weitere Wisps kommen hinzu. Ich wäre nicht allzu überrascht, hier in der Hunter's Hall und dann Mass Hans gleich zu sehen. Aber Joker, nee. Jetzt fängt er in Tech an. Okay. Milizen sind auch wieder am Start. Wenn der Ogre Major Richtung Joker geht, dann kann das noch extrem gut werden. Aber auch das hat nicht ganz funktioniert. Fast Level 2. Wenn er nochmal einen Bär killt hier, dann ist das doch ein relativ erfolgreiches Ding für unseren Debütanten. Aber Joker, der verzögert die Echse schon auch ganz gut. Kann er sich da jetzt noch eine Echse leisten? Ich glaube, er muss es so ein bisschen forcieren, ne? Für einen Tech wäre es womöglich schon zu spät. Zweiter Person wird hier nochmal draufgehen. Sind aber dann insgesamt nur zwei. Ist jetzt nicht allzu wild. Pallas würde nur allzu gerne diesen Bär kriegen. Dann kriegt er hier auch das Level 2, aber gut weggemicrot. Und der Bär, das vergisst man manchmal, ne? Der ist ganz schön flink zu Fuße. So ist das. Bären sind schnell, brauchen manchmal ein bisschen. Oh, das Schaf blockt den Archmage, damit unter 100 HP. Endlich Level 2. Der Bär macht noch mal ein bisschen mehr Trara. Es wird geäxt, aber ja, ob das so zum Erfolg führt, ist die Frage. Der eine Footy hat in der Main die Archer gekillt. Da hat Joker nicht ganz hingeschaut. Und die Archer hat zum Level 2 auf vom AM geführt. Das war ein dickes, fettes Level-Up. Und ein kleiner Schnitzer von Joker. Somit ein bisschen einfacher jetzt für Pallas zu verteidigen. Aber diese Echse auf jeden Fall anständig verzögert. In der Zwischenzeit sehen wir zwei Archer, die im Norden parallel creepen. Das ist schönes Play. Und damit ist Joker dann selber gleich Level 2. Pallas versteckt hier einen Footman in den Wäldern. Das ist auch ganz nett. Wenn hier ein Tower steht, ein Arcane Tower oder zwei, dann hat der Beastmaster und sein Bär nicht mehr so viel zu lachen. Bis dahin dauert es aber natürlich noch eine Weile. 4 Minuten 45, Echse gleich durch und die sollte safe sein. Nicht so ganz safe ist der Archmage, aber dadurch, dass es kaum Crowd Control gibt, kein Stun, kein Slow, kein gar nichts, ist er doch mehr oder weniger sicher, wenn er sich denn gut bewegt. So wie der Bär hier, der bewegt sich gut. Wiggle, wiggle, wiggle. Guter Block. Das ist das Level 2 für Jokern. Sollte normalerweise Quillbeast sein. Es sei denn, er will ein bisschen flashy spielen mit einem Hawk, aber vor allem gegen Tower und gegen Water Elementals ist das oftmals nicht so effektiv. Wir haben mittlerweile einige Archer. Gloves of Haste. Beastmaster Inventar sieht recht respektabel aus. Und jetzt mit weiteren Bären, vielleicht mit ein paar Mercenaries, kann hier dann Jokern oftmals auch gegen expandieren. So spielen sie Nachtelfen zumeist mit einem schnelleren Tech, mit einer Counter-Echse, Ancients of Lore und dann entweder Beastmaster, Verzeihung, Thunder oder Demon Hunter Second Hero und dann weiter ordentlich Druck machen, aber das Merc Camp ist immer noch nicht freigeräumt, ne? Also Mercenaries gibt es hier scheinbar auf keiner von beiden Seiten. Nee, das ist extremst selten. Nochmal eine Claw obendrauf.
Das findet der Beastmaster auch sehr gut. Pallas mit der Replenishment Potion. Wahrscheinlich das Beste, was er überhaupt jemals hätte finden können in dieser Situation. Kaum mit Mana, kaum HP. Jetzt kann er sich den Shop noch ein bisschen sparen für eine gewisse Zeit. Und Pallas denkt sich, gut, hier im Süden, da ist ja alles okay. Da steht jetzt die Echse, da kommt der Tag gleich, da habe ich meine Tower. Dann lass doch mal oben Krawall machen und der surroundet hier einen Moonwell und kickt den einfach. Frech! Allerdings ein Region, was da verloren geht für Jokern, aber die Lores, die werden fertig. Die können nicht gecancelt werden, der erste Breath haut richtig schön rein. Archer verstecken sich hinten an den Moonwells, allerdings ist ein Dust vorhanden, somit Shadowmeld. Nicht der einfache Save, den er hier gerne hätte. Mit einer Archer drauf geht, ist da im Level 3. Das wäre ein großes Level-Up, aber die Moonwells machen einen super Job. Und bisher überleben alle Archer bis zu dem Moment. Jetzt geht eine drauf, jetzt da endlich Level 3. Aber auch einige Footies, die hier dran glauben müssen. Ich glaube, 3 sehr angeschlagen, 2 davon auch tot. Archmage leider selbst nach dem Level-Up kein neues Ward Elemental. Damit kann er gar nicht mal so viel mehr anrichten ohne Level 2 Ward Elemental, außer das Creeping verzögern. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn man sich anguckt, dass der Beastmaster noch nicht Level 3 ist, dass der Panda Level braucht. Vielleicht die richtige Wahl. Wir sind fast zur Hälfte durch mit Tier 2. Ein paar Tower werden gebaut. Und dann ist die Frage, Pallas, will er gut Oldschool spielen und einfach Tier 2 Deathball 70 Supply? Oder geht es Richtung Tier 3? Oftmals ist da das Holz der ausschlaggebende Faktor und der neue Human Buff dieses Patches. Wir sehen Improved Lumber Harvesting jetzt bereits. Und eine Blacksmith gibt also gleich Rifles. Auf der anderen Seite gegen Rifles immer ganz gut, ein bisschen mehr Armor Points zu haben. Gerade auf den Dryaden, ne? Möchtest du noch mal deine Abhandlung über Upgrades vielleicht runterspulen? In der Tat. Upgrades für Dryaden und Bären sehr wichtig, vor allem für Dryads. Armor, damit sie ein bisschen länger überleben. Und als hätte es nicht besser sein können. Lionhorn of Storm mit 1,5 Rüstung für alles. Meiner Meinung nach eines der besten Items, das man hier finden kann. Und jetzt wird auch endlich expandiert von Jokern. Aber das ist leicht spät. Wenn das nochmal gecancelt werden kann, dann könnte es hier sehr gut aussehen für Pallas. Dispel ist durch, wird auch direkt eingesetzt, damit wieder ein bisschen mehr Erfahrung. Drunken Haze unlocked. Gucken, wie lange das überhaupt Wirkung hat gegen Priest und so weiter. Pallas weiß, was hier abgeht, hat genug Mana und diese Echse, die kann er auf den Kompost schicken. Da passiert hier gar nichts. Wird ihn ein bisschen was kosten. Das Water Elemental ist sofort rausgenommen und mindestens ein, zwei Footies sollten auch drauf gehen. Drunken Haze, Breath of Fire, nochmal ein bisschen Mischance dazu. AM kriegt einiges an Schaden ab, Moment mal. Knappe Kiste, aber die Footies sollten es regeln. Sehen wir den Cancel? Letzte Sekunde. Verdammte Axt, Pallas, da spielst du aber auch auf dem Rasiermesser hier. Übrigens, Resultat vom anderen Game hier im Lower Bracket. Da hat Darkness Sunny besiegt. Mit 1-0 bisher. Unser Nachrücker quasi. Ist er sich denn treu geblieben? Waren es die Pally Rifles? Das weiß ich doch nicht. Ich guck dieses Spiel, Remo. Ich bin nicht so einer wie du, der hier castet und dann auch zwei Streams gleichzeitig aufhat und da guckt, was passiert. Habe ich momentan gar nicht. Normalerweise, wenn, dann den Happy Stream. Aber hier nur den einen. Was, falls das einer weiß von euch, Freunde, im Chat, würde gern wissen. Pally Rifles, kann das spielen, kann das durchziehen. Heutzutage gegen Crypto natürlich nicht allzu easy. Aber gut, nur eine Map. In dem BO5, ne, hat man ja noch mehr Chancen. So wie Pallas nochmal eine Chance hat, die Echse zu canceln. Holt sich hier den Ogre Mauler hinzu und das sollte wieder klappen, glaube ich. Ist ja auch, um den Tree of Life hier abzureißen. Nur der Beastmaster, was kann der da großartig gegen ausrichten? Ich denke nicht so viel. Archmage hält die Axtschläge wagemutig aus und genug Dispel ist da auch nicht. Und das ist der zweite Cancel. Archmage mit den Boots gefällt sehr. Oh, der Extra War hat ihn einfach kaputt gekloppt. Da hat er nicht mitgerechnet. Autsch, hat's da gemacht. Jo. Aber immerhin keine Erfahrung für Jokern. Die kriegt er allerdings vom Mauler. Huff, und zwar nicht zu knapp. Oh, das hat er aber gar nicht richtig kalkuliert. Ne, da ist die Gleichung nicht aufgegangen. Hat er irgendwo eine Unbekannte vergessen. Die AOW-Konstante. Heieieiei. Gut, Archmage wird am Altar wieder gebaut. Tier 3 ist fast durch, aber Jokern, der hat jetzt ein bisschen Blut geleckt. Gegen die drei Tauern der Echse wird es nicht allzu einfach.
der Notfall-Walled-Off da mit der Farm sah ganz nice aus. Mountain King ist in der Nähe. Wir haben ein paar Breaker mittlerweile. Wäre fest auf den Ausgang, dass der einmal in der Taverne revived wird. Aber natürlich gefährlich, wenn der Gegner auch in der Mitte ist. Und somit dauert es noch ein bisschen. Drunken Haze, Breath of Fire mittlerweile recht stark mit dem Level 2 Breath. Aber Panda jetzt auch keinen Mana mehr. Und die Tower, klar, die helfen. Aber Tower alleine sind nicht genug zum Verteidigen. Pallas muss jetzt mit seiner Armee aufkreuzen. Archmage ist wieder da, von der Taverne. Aber das Proletariat leidet. Alles kaputt. Die ganzen Bergarbeiter. Einfach verschütt gegangen gegen Panda und Beastmaster. Aber Pallas, der will ja auch gar nicht verteidigen. Der denkt sich, meine Worker sind mir egal. Meine Tower sind mir egal. Solange wir beide dasselbe Income haben, geht's mir gut. Okay. Aber das wird auf jeden Fall schmerzhaft, wenn ihr hier die Echse verliert, was mittlerweile unabwendbar scheint. Ne? Da ist noch ein TP. Wir haben zwar ein paar Mortar-Teams, aber die Town Hall, die ist schon fast platt. Oh, kann man ja neu bauen. Bisschen die Wirtschaft ankurbeln. Holz ist sein Problem, ne? Er hat keinen Schredder gekauft vorhin, somit Holz die ganze Zeit low und auch auf Tier 3. Er braucht so viele Upgrades. Er braucht den Paladin, er braucht Fragshards, er braucht Inner Fire. Und immerhin, ich würde sagen, plötzlich das Spiel hervorragend für Jokernauts. Immerhin kein Thundering Blades, das gibt's ja jetzt umsonst. Expandiert jetzt Joker unten rechts, frage ich mich. Ist der so ein Frechdachs? Braucht er gar nicht, ne? Ja, so frech scheint er dann doch nicht zu sein. Neuer Tree of Life kommt am Murkamp. Gefällt mir sehr gut, dass es ein bisschen Proxy baut. Da ist es unwahrscheinlicher, dass es gescoutet wird. Vor allem jetzt bei Nacht ist es sehr schwer, diesen Spot zu finden. Und Pallas hat wieder im Norden rumgehangen, hat aber nichts gefunden. Geht jetzt zum Creepen. Und Jokern, der geht einfach weiter. Einfach immer mehr kaputt machen. Okay, Mountain King braucht natürlich Level. Aber reparieren. Muss er reparieren, ganz schnell. Im Paladin braucht er. Der soll's schaffen. Soll's schaffen. Oh. Knappes Ding. Ancient Django, natürlich super. Die Mortar-Teams in einer famosen Position, um hier gegen die Dryads was zu machen. Focus Fire ein bisschen off. Trifft nicht unbedingt die Dryads. Auch das TP sehr weit hinten rein. Jetzt aber Fragshards fertig. Wenn das connected gegen die Dryads, dann haut auf jeden Fall richtig rein. Jokern ist schon ein bisschen am Dancen mit den Dryaden. Hält die ganz weit hinten. Macht er gut. Nimmt er den Shop raus, somit wieder die Breaker-Produktion verhindert. Und auch noch kein Staff auf Pallas, ne? Ah doch, einen hat er schon gekauft. Gut gemacht. Das hilft schon mal enorm, um da Units saven zu können. Aber Jokern, der hat kaum was verloren in den letzten paar Minuten. 63 Supply und die Echse gleich fertig. Endlich, ne? Da muss er natürlich noch rüber watscheln. Und das ohne Nature's Blessing, Remo. Das dauert ja hier schon wieder ewig. Der kriegt schon wieder kurze graue Haare, kriege ich da direkt. Aber kein Plug. Von Black wirst du immerhin verschont. Ist das eine Frage, oder? Ja, weil ja. Normal sagt man jetzt so, krieg ich Plack von. Ja, das hat hier vielleicht Big Brother Jürgen mal gesagt in den Anfang 2000ern. Da haben wir uns natürlich weit von evolutioniert. In unserer Gesellschaft. Warte ab, bis das erste Kid auf TikTok wieder sagt und dann geht's wieder rund. Ich habe ja in letzter Zeit von Freunden gesagt bekommen, dass ich mir TikTok installieren soll, da es ja so witzig ist. Aber bisher habe ich mich noch geweigert. Dryaden versuchen sich zu weigern, hier von Immortal-Teams getroffen zu werden. Es wird wieder gedanced. Und wenn sie es hinten reinschaffen zu Immortal-Teams, kann sich das Blatt ganz schnell mal wenden. Mountain King mit dem Level 2 Clap sieht hier gut aus gegen die Bären. Und die Immortal-Teams sind bisweilen noch beschützt hin. Okay, aber die erste Meere kommt. Die kommt quasi aus dem Nichts. Zweiköpfige Drachen. Und damit haben die Mortar-Teams gar nicht mal viel zu lachen. Mountain King auch nicht. Hat zwar einen Ankh, aber ob ihm das so retten wird, sei mal so dahingestellt. Joker hat zwar weniger Supply, aber alles spricht eigentlich für ihn. Die Mortar-Teams werden zerfetzt durch die Blitzangriffe. Und okay, Town Portal geforced. Nächstes Drunken Haze Breath of Fire, aber auch schöner Staff. Ein Bär fällt nochmal. Oh, die Chimäre, die hat es nicht ganz mitgenommen. Im Anblick der Chimären hat da jemand zu viel Tokotronic gehört. Aber kein Mountain King Stormbolt, somit kommt die dann doch nochmal weg. Scheinbar doch einigermaßen anständiger Fight von Pallas, aber sein Problem ist jetzt, er hat keine Echse. Jokern hat gleich die laufende Echse, viel leichter für ihn nachzuproduzieren. Ja. Und dieser Beastmaster ist gleich der 5.
Okay, dann gibt es natürlich den Bash Blinkbär, der sich überall hin teleportieren kann, wo er möchte. Aber auf der anderen Seite haben wir Mortar-Teams. Und Mortar-Teams sind natürlich extrem gut gegen Dryaden, sind aber auch extrem gut gegen Gebäude. Von daher bin ich mal gespannt, wie lange diese Echse da hält. Oh, die Wizards hätten jetzt gefallen. Sehr gut. Mountain King überhaupt kein Mana mehr, deren damit keine Gefahr. Schwierig an solchen Gyros ist halt auch immer, wenn ein Panda schon auf dem Feld ist, ne? Dann spielt man in den Hardcounter schon rein. Aber du brauchst halt irgendwie auch Anti-Air gegen die Chimera. Das ist eine schwierige Position, ja. Mach doch Dragonhawks. Dragonhawks. Ich habe das Gefühl, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, seitdem es kein Terran Stand mehr gibt. Paladin! Bisschen ein Problem. Ja, wir haben natürlich wieder den neuen Map-Pool. Können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, der hier für Relegation und Playoffs eingeführt wurde. Paladin nimmt die Beine in der Hand und hat jetzt auch nicht mehr viel da am Start. Er versucht, die extra nochmal hochzuziehen, aber auch das gerade gestartet. Und nicht nur Mortar-Teams sind gut gegen Gebäude, auch Chimären und Bären. Ja, der Human Deathball im Ultra-Late-Game kann sehr stark sein, wenn man dann seine starken Hero-Levels hat. Und die Hero-Levels sehen bei Paladin nicht so verkehrt aus. Aber die Armeegröße ist bisweilen nicht so beeindruckend. 51 Supply nur, das ganze Geld geht jetzt in den Powerbuild und vor allem im Upkeep. Dauert das ewig, bis er wieder was produzieren kann. Wenn Jokern hier jetzt sich einfach nach Süden aufmacht, dann könnte es das womöglich schon gewesen sein. Ist aber auch alles angeschlagen. Da will man vielleicht auch gegen den Mountain King mit Mana und gegen Mortar-Teams nicht so ganz offen reinfighten. Es wird sich auf jeden Fall versammelt. Wird nochmal geshoppt, jawohl. Große Heal Potion, große Heal Scroll. Die ist in der Tat sehr wichtig. Wie viel Mana haben wir denn? 225, okay. Angenehm, aber nicht perfekt. Schöner Breath of Fire. Einfach mal Gebrauch machen von der Mana-Rack. Gyros haben ja vor nicht allzu langer Zeit einen HP-Buff erhalten, aber der Level 2 Breath two-shottet sie immer noch. Bringt denen gar nichts. Hier, da ist er. Weg. Tschüss. Mehr und mehr Dryaden. Damit er wieder tanzen kann. Und ja, jetzt hat er sich so viel Mühe gegeben, diese Town Hall zu bauen. Und ich sag dir mal ehrlich, das war alles für die Cuts jetzt hier. Der Nachteil von mir sieht aber auch super gefährlich aus. Im Gegensatz zu der des Humans. Ich glaube, Control Magic hat er vielleicht nicht, ne? Aber man kann ja so einen Bär auch nur klauen, wenn man irgendwie auf 30% ist. Weil so viel HP hat der bekloppte Junge. Guck mal, 1200 HP. Und selbst dann wird er einfach weggedispelt. Das bringt auch nicht so viel. Ganz schön krass, ne? Ist mehr als ein Knight, ist mehr als ein Bär, ist sogar mehr als eine Abom. Nur Tauren haben mehr HP. So, Pallas versucht's nochmal. Aber die Armee sieht einfach so klein aus. Vielleicht Hero Focus, ist das die Wahl? Ich weiß es nicht. Beide Helden vom Nachtelf super tanky. Panda mittlerweile Level 5. Wir warten auf den riesigen Breath. Level 3 Breath of Fire. Extrem stark. Vielleicht ist auch der Tod vom Mountain King. Er geht das erste Mal drauf. Hat allerdings das Ankh. Aber wenn er wieder zurückkommt, dann wird es nicht besser aussehen. GG wird angesagt. Und das ist das 1-0 für Joker. In der Tat. Das war doch hier Joker in Releform, oder nicht? Da wurde viel gut gemacht. Die Echsen wurden zwar abgerissen, aber er hat doch immer was dafür bekommen. Irgendwelche Units oder ein Tech irgendwie verzögert oder so. Das hat mir gefallen. Das so gefällt mir Jokern besser als gestern. Jawohl. Vielleicht liegt ihm auch das Matchup mittlerweile besser. Gestern hat man so das Gefühl gehabt, er hat versucht aggressiv zu spielen, aber hat dann viel in die Undead Heroes reingefeedet und die waren dann super overleveled am Ende. Aber gegen Human ist es so, dass der Human, er ist derjenige, der zuerst expandiert. Dann hat der Human ein bisschen Nachteil für eine Weile. Der Nachtelf kriegt die ganze Zeit Map Control fürs Midgame. Und das hat Jokern schön runtergespielt. Beastmaster-Strategie haben wir schon oft gesehen, dass die gut funktionieren kann, wenn man da den richtigen Pressure-Build findet im Midgame. Und hat er sehr gut gemacht, in der Tat. Allerdings, auf den anderen Maps wird es ein bisschen schwieriger, falls er wieder Beastmaster spielt. Ja, das sollte doch Novum gewesen sein, beziehungsweise hier die einzige Map. Wir haben Northern Isles, da haben wir das von jemandem wie Sonic gesehen. Aber Sonic nachzumachen, ist gar nicht so einfach. Ja, ich sehe es allerdings sehr gerne auf dieser Map, denn, Janis, wie du weißt, ich will die Eisbären sehen. Ho, 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 ho. Jo, haben wir auch schon mal diese Saison. Da hast du dich richtig gefreut. Ja, das ist mir das erste Mal aufgefallen. Auf dieser Map sind die
Summons vom Beastmaster in ihrem Wintercoat unterwegs. Der Hawk ist der auch? Ja, ne? Ja, ist klar. Ein Hawk, oder? Ja, sicher. Aber den sehen wir heutzutage gar nicht mehr so oft. Kriegen wir wieder einen Beastmaster zu sehen, Janis? Selbst hier auf Northern Isles, wo sein kleiner Lendenschurz ihn scheinbar doch warm genug hält. Ja, ist eine Thermounterhose, sag ich mal. Ist er so? Ja, klar. Sonst wäre er kalt, das will doch keiner. Pallas, noch keine Map geholt in dieser Meisterschaftsrelegation. Ist das Niveau hier noch ein Tick zu hoch für ihn? Oder kann er ausgleichen? So wie Sunny das gemacht hat gegen Darkness, kriegen wir gerade vom Slasher gesagt. Dankeschön dafür. Also, da geht's auf Map Nummer 3. Wir sind ein bisschen langsamer, kosten das Ganze hier richtig aus. Auf geht's, Spiel Nummer 2. Pallas nach von unten nach oben, der Joker von oben nach unten, wie schon auf Last Refuge. Ist das ein Omen? Und wie schon auf Last Refuge sehen wir wieder eine Neutral Hero Build. Joker, der scheint sich ein bisschen verguckt zu haben in den Beastmaster und ich kann es ihm nicht übel nehmen. Wegen der Maske, ist ne? Maskuliner Mann, beeindruckende Freundesgruppe an seiner Seite und mit einer Maske auch noch. Weißt ja, was sie sagen über Maske, aber das muss man ja auch nicht immer wiederholen. Man sieht den Ancient of War drüben an der Echse in einer, also nicht nah, so nah an der Echse, wie wir oft bald sehen. Manchmal sieht man ja den Ancient of War zwischen den beiden Crates hier, zwischen den Kisten. Da sieht mir stark danach aus, als ob Joker ein paar Mal da die Creeps geaggrot hat und hier jetzt lieber mal auf die Nummer sicher geht. Ja, es geht ja um alles. Er kann sich keine großen Ausrutscher erlauben. Hier kriegt er so ein bisschen Worst of Both Worlds, kann den grünen Spot nicht creepen, kann die Echse nicht creepen, ohne da groß hinten zu watscheln. Aber Safety first manchmal. Vielleicht benutzt er den Ancient of War gar nicht. Vielleicht macht er einfach die ganze Zeit Archer und tankt dann mit dem Bär. Könnte auch sein. Falls es denn der Beastmaster ist, scheint auf jeden Fall die verlässlichste Variante mittlerweile zu sein, der First Heroes. Aber vor nicht allzu langer Zeit haben wir auch Sachen wie Alchemist gesehen, Firelord und Panda First irgendwie immer noch nicht. Ich hatte erwartet, ein bisschen mehr Panda First zu sehen auf dem neuen Patch, muss ich sagen. Me too. Wir haben aber wieder den Beastmaster und guck dir an, wie schön und rein dieser Schneebär ist. Ist einfach toll. Das ist wirklich, wirklich toll. Joker hat auch direkt einen Ancient of War hier ins Gesicht. Was ist da denn los? Wunderschöner Eisbär. Wie viel Schaden kann er hier anrichten? Das sieht schon ganz schön schmerzhaft aus. Im Ancient of War hat die Aggro getriggert und da war Pallas vielleicht nicht ganz ready für. Zwei Persons mussten direkt zurückgeschickt werden. Wenn Pallas den großen Ogre-Major nicht kriegt, ist es eine Riesenkatastrophe. Super wichtiger Last Hit. Wer kriegt den? Oh. Geht an den Nachtelf. Joker kriegt das, die Erfahrung und das Item. Pendant of Energy. Das ist einfach ein freier Bär quasi, wird er direkt eingesetzt. Und jetzt, du wolltest die Eisbären sehen, ja, hier hast du sie. Zwei auf einmal. Und kennst du das Subreddit Nature is Metal? Da sind auch manchmal ein paar Eisbären, die sehen dann nicht so mehr so frisch und so rein aus. So stelle ich mir das gerade vor hier. Rote Schnauze, Blut verschmiert. Joker spielt das super runter. Die Eisbären sehen phänomenal aus, wie im echten Leben. Hast du gewusst, dass von der Inuit-Kultur die Eisbären die Schwarzhautbären genannt werden? Denn die haben schwarze Haut. Korrekt. Das, strange, ne? Also ich wusste nicht, dass die Inuit das sagen, aber ich wusste, dass sie schwarze Haut haben. Sind scheinbar auch ziemlich aggressiv in der Natur, sehen auch ganz schön aggressiv hier aus. Haben die Creeps bekämpft und die Peasants haben sich zweierlei Feinden angenommen und sind als Sieger hervorgekommen. Diese Eisbären ganz schön wild unterwegs. Jetzt gibt es noch einen Telly-Staff. Da will man ja direkt Eishockey-Fan von Berlin werden. Ja, sind die nicht auch gerade gut unterwegs oder so? Ich bin ja DEL-mäßig nicht so ganz bewandert. Beastmaster ist aber weiterhin aggro. Lightning Shield wird allein. Oh, der Block fast! Da hätte der Bär fast im Weg gestanden und quasi das Game schon beenden können. Archmage ist aber auch Level 2. Puh, aber was macht er damit? Ist mal wieder die Frage. Wir sehen einen schnellen Tag von Jokern. Wir sehen eine Echse von Pallas. Die ist diesmal sogar ein bisschen schneller, glaube ich, als auf Last Refuge. Aber sicher ist sie immer noch nicht.
Und der M ist auch so low HP, der kann sich hier nicht wirklich leisten, irgendwie selber aggressiv zu spielen. Braucht die Boots. Das sind nochmal 250 Gold, die hier im Early investiert werden müssen. Und Joe kann wieder parallel am Creepen. Das haben wir auf Last Refuge gesehen, am grünen Camp. Diesmal sogar am großen Expo Camp. Und das macht er gut. Schönes Multitasking. Kriegt da die Erfahrung für. Eine Claws, auch ein schönes Item. Und der Beastmaster hat Level 2 gekriegt. Kann ja nochmal einen Bär beschwören und den Peasants erneut auf den Keks geben. Ja, die Bären haben echt Hunger, ne? Die brauchen gut Kalorien, um durch den Winter zu kommen hier auf Northern Isles. Wasserelementer wird auch beschworen, aber. Jetzt hat er halt auch gar kein Mana mehr, ne? Nicht fürs Creepen, nicht fürs Pushen. Macht sich aber so wieder einigermaßen bereit, weiter zu creepen, vielleicht dann die Exit zu canceln, so wie er auf Map 1 in die Base gestürmt ist, auf dem Weg zu Tier 2. Könnte das hier auch nochmal passieren. Basebild gefällt mir sehr gut von Joker. Ein bisschen Moon-esque, Foggy-esque, überall verteilt die Moonwells. Das eine Moonwell, volles Mana noch, zwei bereits benutzt. Hunter's Hall wird auch rechtzeitig fertig. Holz ist ein bisschen niedrig, aber der Panda, der hat sich schon dazu gesetzt. So viel Lob für Joker heute von dir, das kennt man gar nicht. Bist du ein bisschen verliebt vielleicht? Plus das wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber wenn man schön spielt, ne? Dann kann man das ja auch mal so ausdrücken. Und mir ist auch aufgefallen, gestern war ich vielleicht ein bisschen kritisch. Wirklich? Heute sind wir mal ein bisschen positiver. Joker hat auch viele positive Emotionen heute. Bisher zumindest. Das Spiel sieht sehr gut für ihn aus. Die Echse wackelt gleich rüber. Allerdings immer noch kein Nature's Blessing, Janis. Ich hoffe, das kannst du ihm verzeihen. Ist auf jeden Fall wieder ein Strich auf der Liste von Nachtelfen, die Nature's Blessing A vergessen und B nicht hoch genug priorisieren. Aber gut, das kann ich ihm ausnahmsweise, weil das Early Game so gut war, sehe ich es ihm nach. Und die Lores kommen auch gleich dazu, sobald er Dryaden hat. Mit Dispel wird es für Palace nicht unbedingt einfacher. Der AM auf Level 3, was er gleich erreicht, ist ungefähr das einzig Starke, was Palace hier hat für eine lange Zeit. Und das ist so ein typisches Human gegen Nachtelf-Spiel. Human expandiert am Anfang, kriegt ein bisschen auf die Nuss, verliert Map Control und der Nachtelf, klar, expandiert später, aber hat stärkeren Tech, hat stärkere Heroes. Und guck mal, jetzt hat er schon das zweite Camp weggecreept. Wollte ich auch gerade. Die Flut wird er behalten für die Dryaden scheinbar und Hearthstone für den Panda auch sehr nett. Wollte ich auch gerade sagen, wenn der Gegner busy ist, um seine Echse ins Rollen zu bringen und seine 70 Supply Army ins Rollen zu bringen, dann krall dir doch die Mitte, wenn du zwei Helden hast, die sehr tanky sind und einen Bär hast, der sehr tanky ist, kann man das alles ganz gut machen. Ich frag mich übrigens, Remo, ob es auch auf Autumn Leaves andere Skins gibt für Bär und Quillbeast. Ich glaube nicht. Warum nicht? Es gibt ja auch den dunklen Skin vom Quillbeast, ja, wo es so schwarz ist, aber den gibt's, glaube ich, nur vom Quillbeast, ne? Nicht vom Bär. Weiß ich nicht. Leute, wisst ihr da mehr? Apropos Bär, der AM halb surrounded von zwei Bären. Das ist sehr gefährlich, wenn da zwei Bash-Brüder neben dir sind. Das kann mal ganz schnell nach hinten losgehen, wie das schon Hawk gegen Foggy in der Vergangenheit bemerkt hat. Versucht's mit dem Exe-Cancel, aber klappt nicht. Die Entangled kommt durch, wird schnell repariert. Und das war ein guter Batzen Erfahrung. Guck mal, der Panda schon fast Level 3. Und wie sieht es mit dem Second Hero für Palace aus? Mountain King noch nicht mal draußen aus dem Altar. Und der Panda schon so eine Führung. Ja, der hatte gut Zeit, ne? Die hat der Beastmaster ihm verschafft. Auf der anderen Seite kommen jetzt nochmal die Footmen. Können die was anrichten? Panda macht sich auf. Oh, oh, das ist fast Level 3. Und dann geht's den Footmen aber an Kragen. Den wird richtig heiß in ihrer kleinen Rüstung da. Und da haben wir das Level Up. Und Palace zieht sich direkt zurück. Denkt sich, nee, da habe ich keine Lust drauf. Ja, ich auch das nicht. Das ist, glaube ich, eine weise Entscheidung. Immer noch hartes Spiel für Palace. Der muss noch weiter überleben. Will auf Gedeih und Verderb wieder Tier 3 spielen, ne? Das hat auf Map 1 nicht so gut geklappt. Diesmal mit der früheren Echse, mit dem früheren Tier 2 Tag, mit dem früheren Second Hero. Vielleicht geht da noch was, aber zu leveln ist jetzt natürlich ein Problem. Ja, wir haben zuvor die Knights gesehen, ne? Knights vor allem gut gegen Mountain Giants. Aber heutzutage spielen fast alle Nachtelfen nur noch jede Menge Bären und Dryaden. Wären da nicht mehr Rifles mit Inner Fire besser und dann Mountain King vorne mit dem Clap?
Du bist auf jeden Fall immer für Inner Fire Rifles. Ist egal, wogegen das geht. Ja gut, gegen Mountain Giants muss ich auch zugeben, da sind Knights auf jeden Fall effektiver. Aber gegen Bären bin ich mir nicht so sicher. Es geht wieder gegen die Echse. Ein paar Peasants gehen drauf, aber der Tower wird gerade so fertig. Wird vielleicht nochmal abgerissen. Jo, wird auf jeden Fall abgerissen. Breath of Fire, wir sehen erneut, wie gut es ist. Der Archmage, ne? Der hat den ganzen, dieses ganze Spiel einfach nur Stress. Ja. Ja, der braucht mal eine Kur nach diesem Game. Wenn es da irgendwie, wenn es dann zum Bash kommt, dann könnt ihr vielleicht nochmal fallen. Oh. Drunken Haze, Breath of Fire. Und da wird der Archmage samt Pferd und Rauschebart gegrillt. Ich glaube, der schmeckt nicht so gut. Da solltest selbst du als Fleischliebhaber drauf verzichten, Remo. Ich glaube, der ist ein bisschen abgestanden. Ja, also, abgesessen. Selbst wenn ich sehr gerne Fleisch esse, so wie der Kollege aus Rotenburg, bin ich dann doch nicht unterwegs. Jesus! Du hast damit angefangen, Janis. So bist du nicht unterwegs. Okay, die Betonung war etwas seltsam. Ja, Joker. Ich hab gesagt, so bin ich nicht unterwegs. Aber nun gut. Ja, eben. AM kommt. Der Paladin auch stark verzögert. Das Healing braucht er dringend. Immerhin stehen die Tower an der Echse noch. Aber der Altar, der wird vielleicht abgerissen. Ich dachte, ich habe das Komma falsch gehört. Ich habe verstanden, auch wenn ich gerne Fleisch esse, Komma, so wie der Kollege aus Rotenburg und nicht so wie der Kollege. Ah, egal, du weißt, was ich meine. Ich habe mich halt verhört. Kann passieren. Knights kommen hinzu, momentan gegen die Archer sehr effektiv. Aber guck mal hier, Shadowmelt direkt eingesetzt. Die Archer schön beschützt. Und jetzt kommt auch der erste Bär hinzu. Direkt mit zwei Rejuves. Guck mal, was ein Luxus. Das kann allerdings geklaut werden. Jo, dafür sind die Breaker ganz gut, ne? Aber der Mountain King, der kann sich auch unter seinen Berg zurückziehen. Der ist auch gekillt. Double Kill für einen Beastmaster Panda Combo. Für nö. Beastmaster Panda Combo. Das sieht man auch nicht alle Tage von Undead. Sieht man das von der Warden hier und da mal. Blade Master mit Hex und Blade Master. Aber. Also mit dieser Combo. Weiß ich nicht. Da war auch ein Staff. Ne? Da war ein TP. Und wieder wird der Tech Tree zu Breakern geblockt. Knights natürlich sehr teuer. Nicht so effektiv. Können das Raw und das Reju nicht klauen. Kommt es mir nur so vor, oder ist das ein sehr Sonic-eskes Spiel übrigens? Direkt am Anfang mega harass, dann irgendwann gegen expandieren und damit einfach die ganze Zeit nur weitergedrückt. Müssen wir Joker mal fragen, ob der auch im Spiel einen Joghurt gegessen hat. Das würde das Ganze natürlich etwas abrunden. Hier fällt einfach eine Unit nach der anderen, ne? Wieder auch. Schöner Pfirsich, Junge, das wäre jetzt was Geiles. Die Ressourcen etwas mismanaged, 1200 Gold, 50 Holz, bei Jokern, bei Palace sieht es aber ähnlich aus. Beide legen nicht so viel Wert auf Holz. So viele Rejuves. Der AM versucht sich neu zu positionieren mit dem TP, um den Mountain King zu retten. Schön gemacht. Ah, das Mortar-Team kann nicht gerettet werden. Holz erneut das Problem für Palace. Jede Menge Gold, das er fast nicht ausgeben kann. Kann man zum Marketplace gehen. Neue Ergebnisse vom Parallelspielplatz übrigens. Darkness holt das 2-1. Unser Nachrücker, erst gestern Last Minute in die Relegation gerutscht, ist jetzt dabei, einen meiner deutschen Lieblingsspieler hier zu eliminieren. Aber Darkness auch guter Typ. Kann man auch nichts gegen sagen. Wäre ich auch nicht so traurig drum, wenn er das macht. Kann es Palace hier nochmal schaffen, zurückzukommen? Es sieht schwierig aus. Wenn er mehr Produktionsgebäude hätte und jetzt Mass Knights rausdrucken könnte und Priest und so weiter, dann wäre vielleicht was drin, aber da sieht er selber keine Chance mehr. GG und 2-0 für Joker. GG in der Tat. Das war relativ simpel, würde ich sagen. Genauso runtergespielt wie Last Refuge. Sehr solide, kaum Fehler gemacht. Großer Last Hit am Ogre Magi natürlich. Und das hat ihn doch ganz schnell auf die Überholspur gebracht. 2-0, 3 Matchpoints. Dieser Tag für Jokern quasi umgekehrt wie der gestrige Tag. Aber was gleich bleibt, ist, dass wir nach zwei Maps eine kurze Pause machen. In 3 Minuten sind wir wieder da. Schon mit der Entscheidung im ersten Spiel. Erzählen wir euch gleich. Musik.
Ein furioser Joker am Dienstagabend in der Meisterschaft. Palace muss jetzt hier einen Tom machen, glaube ich. Muss einfach das Ding rumdrehen, wenn er noch eine Chance haben will. Könnte sich mit 0-6 aus der Rehle verabschieden. Wäre natürlich nicht so die beste Erfahrung hier für ihn. Ist auf jeden Fall noch machbar. Palace jetzt mal richtig aufdrehen. Den Reverse-Schwieb, den haben wir ja schon öfters gesehen. Und es sah bisweilen nicht so schlecht aus, wenn er am Anfang ein bisschen cleaner das Ganze spielen kann, damit der Beastmaster nicht so viel Schaden anrichtet. Vielleicht auch ein paar mehr Peasants bauen. Ich habe das Gefühl gehabt, geringer Peasant-Count in der Main und an der Echse war da oftmals das Problem. Und die Footies vielleicht auch ein bisschen zu aggressiv benutzt. Er hat die oftmals so halb weggeschmissen, ne, wenn er die Gegnerbase angegriffen hat. Wenn die lieber zurückhält, passiv und dann bereit hat zum Defenden mit dem Defend-Upgrade, wenn er angegriffen wird, könnte es vielleicht besser aussehen. Aber ob das klappt oder ob Jokern hier auftritt, wie wir das zuvor gesehen in der Rehle, bleibt noch aus. Unsere dritte Map. Vermutlich mein neuer Favorit, Tidehunters. Ach so, ich dachte, du bist hier auf dem Concealed Hill-Zug am Fahren. Ja, Concealed Hill ist der Kopf und Tidehunters ist das Herz. Concealed Hill, glaube ich, ist die beste Map, die wir jemals hatten. So Balance-mäßig und Fairness-mäßig. Aber Tidehunters gefällt mir einfach super gut. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie die neuen Maps sind für die jeweiligen Matchups. Ich habe, also der gute Tenchi, ne? Der ist ja einer der größten Mapmaker, die wir haben in der Szene und auch sehr aktiv in den ganzen Communities. Der hat sich so ein bisschen zum Auftrag gemacht, Autumn Leaves zu pushen und hat das jetzt unter der Kampagne Balance the Map Ever, haut er immer so ein paar Screenshots raus, dass hier alle Matchups bei 50% sind. Habe ich auch gesehen. Ja, war. Ist schön zu sehen, so eine Statistik. Ja. Aber momentan ist es halt auch so, die Spieler wissen alle noch nicht, wie man die Map am besten abusen kann. Also glaube ich, die besten Strategien werden da erst noch gefunden. Wäre meiner Ansicht. Aber was auf jeden Fall sicher steht, ist, dass Autumn Leaves eine super Map ist und Tidehunters genauso. Und ich freue mich, dass es Teil unseres neuen Map-Pools ist. In der Dreamhack, hier in der Meisterschaft, in der Rehle, wie wir es jetzt sehen, und wird auch bei den Finals gespielt werden.
So sieht's aus. Für alle, die noch nicht so viel internationales Warcraft gesehen haben, zum Beispiel am Montag bei den ESL Cups, jetzt das erste Mal in der ESL Meisterschaft. Eine neue Map. Gestern mussten wir auf sie verzichten. Und hier ist die wunderbare, wunderbare Map Tidehunters. Remo, glaubst du übrigens, dass diese Map Tidehunters heißt, weil hier Creeps auf der Map sind, die aussehen wie der Tidehunter in Dota? Ist Teil des Grundes? Ich weiß sogar genau, warum die Map so heißt, denn ich war involviert in der Wahl des Namens. Care hat diese Map gemacht, ne? Und ich habe mit ihm ziemlich viel Council gehalten, um hier die Creep-Camps ein bisschen abzuändern und ein bisschen besser zu machen. Und da war eigentlich nicht mehr viel dran zu ändern, denn das war schon eine sehr gute Map, aber wir haben ein paar Sachen abgeändert hier und da. Wir haben zum Beispiel die Ogre entfernt und wir haben den Tidehunter, den Sea Giant hinzugefügt, weil der wesentlich besser aussieht. Naja, ein paar Sachen hier und da rumgedreht, aber mein größtes Problem mit der Map war der Name, den ich sehr unelegant und plump fand. Denn es war Tortoise Haven, was sich einfach phonetisch gar nicht gut anhört und null poetisches, meiner Meinung nach. Und dann haben wir eine große Diskussion losgetreten im Discord der Mapmaker, was denn eine andere Idee sein könnte für den Namen dieser Map. Und ich habe irgendwie 9 Vorschläge gehabt. Die wurden alle nicht akzeptiert. Mein bester Vorschlag war Neptune's Rest, den ich ganz nett fand. Aber diesen Namen, Tidehunters, den hat, wer war es nochmal? Jalle Veliki. Er hat diesen Namen erfunden oder vorgeschlagen. Und somit kam es zu dem Namen Tidehunters, den ich viel, viel, viel schöner und melodischer finde als Tortoisehaven. Ist natürlich auf dieser Map wichtig, weil mit TH das abzukürzen, könnte in der Warcraft-Welt zu Verwirrungen führen. Was diese Map gut macht, ist, dass man die Äxte easy creepen kann. Fast Level 2 damit, in diesem Fall, da der kleine grüne Spot schon weggecreept wurde, ist das Level 2. Einfachste Exe-Creep der gesamten Warcraft-Welt, wahrscheinlich ever. Und ziemlich interessant, dass Palliser noch keine Anstalten macht, ne? Auf Last Refuge und Northern Isles, da geht er direkt rüber, skippt sogar das Mercenary-Camp. Und hier, wo es dann doch so einfach ist, da geht er nur die grünen Camps an. Was ist das denn? Aber guck mal hier, Janis, jetzt wird die Miliz gerufen und zwar nicht zum einfachen Camp, sondern zum großen Camp. Der Wisp sieht das sogar. Super Scout von Jokern. Er rennt rüber. Aber es ist eine relativ große Map. Ich denke mal, die beiden kleinen Turtles sollte Palace hier schon rausnehmen können, bevor der Keeper aufkreuzt. Aber dann, wenn er gleich da ist, könntest du Probleme führen. Jo, der hat auch nur noch diese 2 Water Elementals und der Keeper von Jokern, der ist hier gleich schon da. Und was hat er sich gecreept? Level 2. Ganz guter Rechtsklick-Schaden. Und die Last Hits bisher waren gut. Remo hat das perfekt analysiert. Die kleinen Schildkröten sind weg. Die große ist noch da. Alles kriegt natürlich ein bisschen Schaden durch die Stacheln, die hier am Start sind. Erster Worker weg. Und jetzt, wichtiger Last Hit. Diesmal kriegt Palestine. Und das Item, große Healing. Wie viel muss er jetzt dafür bezahlen? 3 Peasants draufgegangen. Ich glaube, ein vierter sollte hier auf jeden Fall noch folgen. Das tut weh. Aber man kann dennoch expandieren. Die nächste Runde Militia kommt schon von der Main. Das ist nett. Und es gibt keinen weiteren Entangle. Somit wird sich hier der Keeper zurückziehen müssen. Und das sollte einiges an Zeit für Palace geben. Denn bis zur Main zu kommen, dauert jetzt ewig für Joker. Einmal eine Rundreise quasi um Tidehunters. Alles fehlt ein bisschen das Multitasking, muss auf jeden Fall den Powerbuild starten. Macht er jetzt. Ja, und Jokern. Ist so ein bisschen der Zündstoff ausgegangen, habe ich das Gefühl. Ein Entangle ist noch da. Und dann war's. Counter könnte auch gleich Treants beschwören. In 10 Sekunden hat er wieder genug Mana. Und das ist wahrscheinlich die bessere Wahl. Nimmt das Tome mit. Schön gemacht. Wunderbar. 25 AP haben oder nicht haben, ne? Kann mal über einen toten oder lebendigen Archmage entscheiden. Zum Beispiel, wenn der Engine of War da drauf rumkloppt. Nächster Passant down. Oh, da ist ganz schön viel Schaden auf dem Keeper. 11 AP. Wahrscheinlich war der gerade ein bisschen busy auf der rechten Seite der Map, wo der Panda sich mit 3 Footmen anlegt und von der Echse ablenkt.
Das hatte ich ja gar nicht gesehen. Janis, zum Glück bist du der beste Observer in the game. Sehr schön gemacht. Dankeschön. Und hat das da gut verteidigt. Ein Footy direkt rausgenommen. Und das ist ein super Exit-Timing für Jokern. Guck mal, das ist fast genauso schnell fertig wie die Human Exit. Ich glaube, das war das erste ernst gemeinte Lob, was Remo Demo mir dieses Jahr gegeben hat. Dankeschön. Das stimmt doch gar nicht. War nicht ernst gemeint, ne? Das war natürlich sehr ernst gemeint. Das habe ich schon öfters ausgesprochen. Wir haben die Lores auch gleich stehen. Aber Pallas versucht hier nochmal die Echse abzureißen. Oder zumindest ein paar Wisps rauszunehmen. Das klappt auch ganz gut. Einen Wisp gekillt, einen zum Detonate geforst. Und das ist ein guter Cancel auf der Entangled. Schönes Timing. Damit wird hier die zweite Goldmine, das zweite Einkommen nochmal gut verzögert. Okay, ein bisschen Zeit, sich zu restaurieren hier, was Pallas angeht. Passants bauen, Tekken. Lumbermill kommt auch dazu, damit das Ganze nicht wieder so ausufert wie auf den ersten zwei Maps mit viel Gold, wenig Holz. Aber es fallen schon wieder die ein oder anderen Footmen hier. 1, 2, hier auch Nummer 3 angeschlagen. Breath of Fire, dem Panda. Dem geht's für seine kurze Zeit auf dieser Map doch schon ganz gut. Nächstes Entangle. Und noch ein Kill. Noch ein bisschen mehr Erfahrung. Die Treants nehmen da das Wasserelement raus. Wissen wir schon von Pokémon. Pflanzen sehr gut gegen Wasser und haben da direkt ihre Stärke ausgespielt. Panda, seine Stärke ist das hohe Level. Und der Creep weiter wird es hier nur allzu gern schon auf Level 3 schon. Okay, das ist ein großes Camp. Der Makrura Snapper gibt ganz gute Erfahrung. Ist auch nicht so ganz einfach zu töten hier. Den unterschätzt man ein bisschen. Der ist ja ungefähr so groß wie die Schildkröte. Schildkröten easy zu creepen. Der Snapper ist ein kleiner Schlingel. Hält ein bisschen mehr aus. Ja, der beißt zurück. Der lässt sich nicht so einfach auf der Nase rumtanzen. Der beißt nicht, der schnappt. Darum heißt er ja Snapper. Ist das nicht ungefähr dasselbe? Ist das nicht so wie reden und sprechen? Ich weiß nicht, ob du mit deinem Mund schnappen kannst. Okay, wahrscheinlich. Der schnappt doch auch. Schnie, schna, schnappi. Schnappi, schnappi, schnappi. So, dieser nächste Angriff von Pallas scheint hier nicht allzu vom Erfolg gekrönt zu sein. Und das haben wir ein bisschen zuvor gesehen, ne? Dass die Footies ein bisschen weggefeedet werden und dann wird es schwierig mit der Defense, wenn dann der Nachtelf zum Angriff ansetzt. Aber diesmal haben wir mehr Tower. 4 Tower an der Echse, 3 Tower in der Main. Bisschen Masonry wäre auch vielleicht keine schlechte Idee. Sehen wir sogar. Masonry Upgrade für Pallas Holz diesmal. Sieht für ihn auch besser aus. Also, das sieht doch nach einem recht stabilen Late-Game-Makro-Game aus. Jo, der Panda, der hat übrigens wieder Glück mit dem Ring of Regeneration. Bei diesem Camp denke ich mir immer, wissen die Spieler, wie stark dieses Camp ist? Weil da hat man schon einige sich die Zähne dran ausbeißen sehen. Aber wenn man Nachtelf ist, dann kann man einfach in die Base gehen, da wird ein bisschen Moonwell Juice getrunken und dann geht's dem Panda auch wieder gut. Auf der anderen Seite, wieder derselbe Bild. Mountain King, Tier 3, Workshop für Mortars und ein Sanctum für Breaker. Hat er noch nicht eingesehen, dass das vielleicht nicht die richtige Wahl ist. Aber diesmal, wenn er es einfach zu 70 Supply hochschafft, ohne zu arg kaputt gekloppt zu werden zuvor, könnte das vielleicht viel besser klappen. Ja. Definitiv. Schneller ist als beim Nachtelf, sieht man auch nicht allzu oft. Definitiv Pallas bestes Spiel in dieser Series. Footies werden hier sehr aufopferungsvoll eingesetzt. Einfach nur zum Ablenken, damit dann endlich der Tech fertig wird, aber es dauert noch ungefähr 1,5 gefährliche Minuten. Pallas braucht Sanctums, Doppel-Sanctum kommt sogar. Ich würde immer noch gern Rifles sehen, aber Pallas, kein großer Fan der Scharfschützen. Ja, der baut lieber noch einen Footman in Minute 10. Das sieht man auch nicht so alle Tage. Wir haben übrigens ein Unentschieden im zweiten Match des Lower Brackets. Darkness und Sunny, da steht es 2-2. Die entscheidende Map, wer gegen Philly Warrior in das Lower Bracket Finale einzieht, auf dem Sparta-Kanal hier auf Twitch. Und hier haben wir es wieder. Jokern greift an mit seiner fast Tier 3 Armee, wobei in diesem Falle haben wir noch nicht mal irgendwelche Bären bisher. Fairy Dragons kommen allerdings bald hinzu. Mortar Teams werden dringend benötigt hier, um zu verteidigen. Und wenn man hier 3, 4 Rifles hätte, wäre das nicht so viel einfacher?
zu defenden. Aber gut, Pallas muss es ohne versuchen. Die Tower werden ihm auf jeden Fall helfen. Hat sich Remo schon wieder auf was eingeschossen jetzt hier? Will unbedingt seine Rifler sehen. Da gibt's auf jeden Fall eine andere Idee. Aber die Treants sind schon ziemlich stark. Der Mountain King kann nicht wirklich creepen. Treants geben nicht die größte Erfahrung. Und diesen Workshop muss er halten. Hey, der Breath of Fire hat wieder sehr wehgetan. Da ist der Ring natürlich super. Da ist der Potion of Mana super. Und dieses Mortar-Team, ja, nicht so super. Hat nicht so viel gemacht, dieses Game. Und jedes Spiel, eins nach dem anderen, kriegt Jokern super hin, hier ordentlich Damage zu machen. Guck mal, der Schaden auch gegen die Miliz. Autsch! Da brutzelt alles. Zweiter Breath of Fire könnte nochmal hinterhergehauen werden mit der Mana-Potion. Heal-Scroll von Jokern auch eingesetzt. Und in der Zwischenzeit ist Jokern auf Tier 3 angekommen. Könnte jetzt, wenn er lustig ist, einfach auf Chimären gehen. Ja, 1800 Gold! Kleiner Krösus. Verliert nix. Der labt sich an dieser Human Base. Wieder ein Triple Kill. Panda fast Level 4. Und keine Arcane Tower. Von daher kann er hier burnen, was das Zeug hält. Muss ein widerlicher Gestank sein in dieser Basis jetzt. Vielleicht kann der Paladin das ein bisschen reinigen und die Wunden lindern, aber sieht nicht so gut aus hier. Der Paladin, ein sehr starker, gläubiger Held, ganz nach meinem Geschmack. Und kann jetzt hier vielleicht auch endlich den Nachtelf zurückforcen. Diesmal ist Jokern der hier kein Holz hat. Kein Schredder bisher. Muss halt der, hat aber auch bauen, ne? Der hat aber auch gerade zwei Gebäude gebaut, Remo. Hat vielleicht er das? Ist es Chimären? Ja, moin. Es sind die Horste. Der Chimärenhorst. Mein Onkel heißt Horst und selbst schon vor 45 Jahren haben die gemerkt, das ist ein Kackname, ey. Lass ihn mal lieber sein ganzes Leben lang Schako nennen. Das ist wesentlich besser. Ist der auch eine Chimäre? Der hat tatsächlich nur einen Kopf, auch wenn er manchmal wie für zwei trinken kann. Wahrscheinlich nicht. Liegt in der Familie. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich nicht denken, das liegt bei euch nicht so in der Familie, aber da hast du mir den Joke schon zuvor genommen quasi. Pallas, was machst du jetzt? Deine Relegationsleben hängt am seidenen Faden. Du brauchst vor allen Dingen Zeit und einen Scout. Wenn er diese Chimären nicht findet fix, dann ist hier bald Lampen aus. Und mit Lampen kenne ich mich aus. Direkt, liegt bei euch in der Familie. Aber schöner direkt. Stormball Surround. Und der Knight wird auch gerettet. Oh, nee, der hat er ihn doch nochmal rausgenommen. Und er spielt einfach null Priests. Ah, nee, jetzt kommen. Jetzt kommen die Priests. Wollte schon sagen. Gegen einen Keeper ist das sehr gefährlich. Da will man doch eigentlich Beastbull haben. Früher oder später. Aber es sind so viele Sachen, die der Human braucht im Late Game, ne? Er braucht Knights, er braucht Breaker, er braucht Priests, vielleicht sogar Sorks, Mortar-Teams und auch Anti-Air. Wo ist die Anti-Air? Was ist die Anti-Air? Es müssen wohl wieder Gyros. Sehen wir neben dem Chimären-Horst auch einen Greifen-Horst, ist die Frage. Eher nicht der Fall. Stattdessen sehen wir das dritte Attack-Upgrade für Melee-Units. Und da bin ich immer noch nicht sicher, ob das die richtige Wahl ist. Da wird entangled, da wird gekitet. Und da wird gleich mit Chimären auf jeden Fall zerstört. Ja, du hast vorhin die Dragonhawks angesprochen. Ja. Das versucht niemand. Klappt das einfach nicht gegen Hippos oder warum macht das niemand? Das ist eine gute Frage. Ist natürlich nicht die einfachste Transition, wenn man noch einen Engine of Wind braucht. Vielleicht werden Shackles gedispelt einfach. Nee, ne? Man kann sie nicht dispeln. Man kann nur Silence brechen. So mit Ensnare oder Web oder was. Oder Silence. Warum eigentlich nicht? Okay, dann werden die noch schwächer. Muss man jetzt nicht anfangen, die Diskussion, ne? Dispel schon stark genug in diesem Spiel. Dispel. Wand of the Wind hier gefunden. Pallas kriegt jetzt ganz gute Erfahrung. Paladin Level 2, Mountain King Level 2, AM Level 4. Wenn diese beiden Frontline-Heroes hier auf Level 3 kriegt, dann wäre das schon mal ein super Schritt nach vorne für ihn. Aber jetzt kommt gleich wieder zum Creepjack. 77 Supply für Jokern und er hat die todesgefährliche Armee bereits ready. Pallas scheint noch nicht ganz bereit hierfür zu sein. Nee. Und da ist auch nicht so viel Static Defense. Also drei Tower, okay, aber es interessiert dich hier mehr ja einfach gar nicht. Entangle, Focus Fire, drei Attacken braucht er und dann ist so ein Mortar-Team weg. Das sieht alles nach One-Shot aus hier in dieser Armee. Paladin hat kein Divine Shield, muss stark aufpassen. Der Entangle, so effektiv. Und dann muss er direkt rausgestafft werden. Keine Erfahrung mehr für den Paladin. Chimären
der Magieschaden gegen diese Heavy Armor Tower auch nicht verkehrt. Aber die Tower scheinen noch mal zu regeln. Ein paar Bären mittlerweile auch in Problem. Aber durch die Tower kriegt hier Pallas nicht so viel Erfahrung. Nee, Level 4 und Level 2, Paladin aus dem Spiel raus, Panda Level 4, fast 5, wird weiter gecreept. Da könnte er jetzt natürlich den Keeper wegschicken, aber gut, das lassen wir doch mal hier Geschichte sein. Diese Chimären-Transition hat extrem gut funktioniert. Ein paar Hippos dazu auch noch, wie du schon gesagt hast, das klappt auch ganz gut. 3 Chimären. Guck mal, wie schnell die creepen jetzt. Zack, 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 zack. Da ist die Sea Turtle gar nicht mehr sogar Gargantuan. Es blitzt und es donnert. Und das ist Panda Level 5. Das kriegt. Hast du Angst? Große Invul. Nee, also ich hatte ja als Kind vor vielen Sachen Angst, aber nicht Blitz und Donner. Ich habe das voll geliebt, ehrlich gesagt, wenn es gestürmt hat, wie bekloppt draußen. Und du konntest aus dem Fenster schauen und es hat geblitzt überall und es war einfach ein Spektakel, fand ich. Ja, da muss man dazu sagen, Remo als Kind hatte Angst vor seinem eigenen Schatten. Alter, vor so vielen Sachen. Beim Disney-Film Herkules fand ich Hades extrem furchterregend. Ja. Da gab es eine extra Portion Windeln. Der war aber auch scary, Digga. Ja, Remo, da guck ich. Mit seinen blauen Flammen auf dem Kopf, weißt du das noch? Hey, 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 hey. Das kannst du dir heute auch nicht angucken, da hat sich nichts geändert. Da musst du mich wieder nachts anrufen, dass ich dir eine gute Nachtgeschichte erzähle. Das lass lieber bleiben. Jokern, jetzt wieder frech hier. Zweite Expansion oben rechts. Ja, mit so vielen Ressourcen. Warum denn nicht? Und jetzt kommen auch endlich Upgrades dazu. Mittlerweile wissen wir alle, wie stark das auf der Nachtelf-Seite ist. 1-1, bald fertig. Und danach kommen wahrscheinlich noch weitere hinzu. Wow, guck mal, Pallas! Der hat schon 3-2. Der hat mal richtig investiert in die Upgrades. Aber Breaker und Knight sind halt nicht so stark gegen diese Nachtelf. Ja, das Argument habe ich schon beim Fight am Marketplace gemacht. Danke dafür. Aber ist natürlich weiterhin korrekt. 1-2 Upgrades auf den Gyros, aber was bringt dir alles Armor dieser Welt, wenn du einen Panda gegen dich hast, der dich einfach wegbrutzelt? Genau nichts. Joker hat immer noch 1300 Gold auf der hohen Kante. Die Echse muss immerhin abgebrochen werden. Dafür 2 Wasser-Elementargeister auf die Reise geschickt. Was kann Pallas jetzt noch retten? Also wenn er es hier schafft, auf 80 Supply hoch. Paladin ist gleich Level 3. Es ist nicht hoffnungslos. In den Heroes ist noch immer jede Menge Potenzial vorhanden. Die Boots wären vielleicht auch ganz gut auf dem Mountain King mittlerweile platziert. Und ja, der AM jetzt weg vom Creep Camp. Das ist ein großes Level-Up hier für den Paladin. Aber Jokern, der kriegt es auch immer wieder hin, die guten Creep Jacks zu finden. Der ist immer da. Immer ein Problem. Oh oh. Entangle. TP kurz vom Breath of Fire. Rettet er den Paladin nochmal? Der wird wieder. Ja, dem wird gut eingeheizt. Und der hat nicht mal den Rock Golem gekriegt dafür. Alles für die Katz. Die Tower stehen auch nicht lange. Werden getwo-shotted mit dem Breath of Fire. Fast one-shotted. Opa. Gut, wir haben jetzt eine Menge Gyros. Problem ist, selbst wenn die hier erfolgreich sind, dann ist auf dem Boden da immer noch 3 Bären. Und oh, die Creeps helfen. Die Bären fliegen in die Creeps rein. Der Zwei-Fronten-Kampf, da hat sich vielleicht Joker ein bisschen übernommen. Mountain King vorne drin, wird hart gefokust. Es gibt keinen Paladin und Achtung, Panda! Der muss direkt ausgestärft werden. Panda war da gefährlich nah an den aufgeklumpten Gyros. Das hätte auch mal gut Level 6 sein können, wenn er da einen Breath of Fire reinrattern lässt. Oh, Sobimas geklaut von der Human-Seite. Bitte. Das ist mal ein Stil. Die Bäume werden auch geklaut, aber ich glaube, das mit der Sobimaske war ein besserer Gig. So, ich will den Panda jetzt einfach nur alles abfackeln sehen hier. Ja. Und da kommt der große Breath. 3 Gyros direkt gekillt, jede Menge mehr Schaden gemacht. Panda ist bald Level 6 und der Keeper, der braucht auch nicht mehr allzu lange. Hat er noch einen Breath of Fire? Der hat nicht getroffen. Ich hab das sogar gar nicht gesehen. Und guck mal, Pallas, er dreht die ganze Geschichte hier vielleicht gerade rum. Chimären mussten rausgezogen werden. Jokern könnte rausdepen, muss vielleicht bald rausdepen, aber Mountain King auch in starken Problemen. Gibt's da nochmal einen Staff? Irgendwas? Holy Light? Nee! Mountain King stirbt nochmal. Und Panda ist Level 6. Könnte das Ult einsetzen? Ah, Mana. Wäre natürlich eine feine Kiste hier.
Earthstorm and Fire. Lieber nochmal ein TP raus. Wird sich aufgespart fürs große Feuerwerk am Ende dieses Matches. Kleiner Supply-Vorteil immer noch für Jokern. Aber ja, da muss er sich kurz hochheilen und dann ist er direkt wieder in Fighting Spirit. Jokern auch 2300 Gold. Und das Hochheilen, das geht jetzt so schnell wie nie dank Tranquility. Und was sich reimt, das stimmt. Immer. Alles wieder schön grün. Wunderbar. So wie bei Jannis im Vorgarten. Die Terrasse, meinst du? Ja, so viel Grün habt ihr eigentlich gar nicht. Ne? Nee. Wir haben ein bisschen was am Pflanzen. Oder? Wir haben Efeu. Auch nicht schlecht. Ist das giftig? Nee, das nicht. Gott sei Dank. Hat endlich mal Items von der Mitte gekriegt. Nee, ich habe gedacht, er hat sich den jetzt vorgeholt, aber nee. Hat er dann doch ein bisschen Muffen gekriegt, dass ich dachte, nee, vielleicht kommt er da gleich wieder. Panda mit den Late-Game-Boots gefällt mir sehr gut, um sich da besser positionieren zu können. Und der hat so viel Mana. Und das Ult ready. Zwei Ults ready. Und Joe kann immer noch mit 1000 Gold, dieses ganze Game mit 1000 Gold. Ja, ja, der spart gerne. Vielleicht kleiner Schwabe. Pallas, das war ganz nett. Und er kämpft wie ein Löwe. Ich sehe immer noch nicht, wie das hier halten soll, weil seine beiden Goldminen sind gleich weg. 650, 600, gleichzeitig laufen sie aus. Kein einziger Priest auch dabei, um hier zu healen, aber jede Menge Breaker. Die können immerhin von den Chimären nicht bedroht werden. Naja, aber Gyros haben wir. Aber hast du die Breaker mal gegen so einen Feuerpanda gesehen? Immerhin kriegen sie kein Immolation ab, ne? Hey, aber der macht ja auch so 70 Schaden pro Hit. Das stimmt wohl. 8 Gyros, das scheint mir eher eine geringe Anzahl. Aber hier direkt am Anfang ein paar Hippos rauszunehmen, das wäre doch mal ein guter Start. Panda. Drunken Haze, Friend of Fire. Und da sollte eigentlich das Ult direkt hinterherkommen. Ne, er wartet noch ein bisschen. Zuerst Tranquility. Oh, und die Gyros, die gehen gleich alle drauf. Der wird weiter Feuer spucken hier, wenn er rankommt. Braucht er wahrscheinlich gar nicht. Die Hippos nehmen die auseinander. Oh, oh. Und jetzt gibt uns... Jawohl, Earth, Storm and Fire. Viel Spaß damit, Pallas. Da ist jetzt Zappenduster. Der Mountain King wird auch zerblitzdingst. Der Panda verbrennt die Bäume. Und alles geht den Bach runter. Pallas, sehr, sehr cool, dass er teilgenommen hat. Aber mehr war da auch nicht als die Ehrenurkunde hier in dieser Saison. Leider mit 0-6 wird er sich verabschieden. Jokern am letzten Tag der Rele. Da ist er da. Das ist die eine Konstante in der ESL-Relegation. Jawohl, sehr schön gemacht. Leider nur ein 0-3 gestern, aber ein 3-0 heute. Und jetzt nur noch ein BO3 entfernt von der Qualifikation. Und das geht gegen Skars, meine Freunde. Das ist ein Orkspieler aus Spanien, beziehungsweise mit spanischen Wurzeln. Und das wird unser letztes Spiel des heutigen Tages sein. Für einen der letzten zwei Spots für die Meisterschaft im Herbst. Natürlich haben wir vorher noch das Viertelfinale und die großen Finals der Frühlingssaison. Und haben wir denn schon ein Ergebnis von Sunny und Darkness? Ich glaube nicht. Da stand es ja 2-2. Da kann natürlich so ein Game mal ein bisschen länger gehen. Ich schalte mal rein bei unserem kleinen Kollegen. Ich weiß gar nicht, wie groß der ist. Bei Sparta steht immer noch 2-2. Kann man da einen Trend erkennen? Geht so. Sunny hat auf jeden Fall den Cryptlord gekillt. Das ist immer gut. Und natürlich spielt er Pally Rifles. ist auch klar. Nice. Live or die by the Pally Rifles. Und ich glaube, das sieht gar nicht so verkehrt aus hier für Sunny, wenn ich das richtig sehe. Jo, obwohl er hinten lag, killt einiges. Eieieiei. Guten Paladin, guten Bloodmage. Aber One-Base auch, gegen Two-Base. Cryptlord kommt gleich wieder. Das Game auf jeden Fall auf SP4RTA hier auf Twitch. Und wir geben Jokern und Skars ein bisschen Zeit, hier die Maps zu picken und zu bannen und uns da einzuladen. Holy shit, der Paladin hat 3 Heals. Potion. Das habe ich auch lange nicht gesehen. Und dann sagen wir euch natürlich, wie dieses Spiel ausgegangen ist und wer noch so in die Meisterschaft einzieht. Bis gleich. Do you hear that sound?
Embrace your destiny. Slay your enemy. Raise a legacy. No more apologies. Trust your abilities. Gather the energies. Pull yourself back together. Wir sind wieder da mit der Meisterschaft, Remo. Wer hat denn dieses Spiel gewonnen, von dem wir gerade gefaselt haben? Das Licht obsiegt. Sunny gewinnt mit 3-2 und schafft die nächste Runde gegen Philly Warrior. Darkness somit raus aus der Relegation. Und wir haben dein weiteres BO5 für die Entscheidung. Und das hat mich natürlich direkt erinnert an Golden Sun. Jan, das erinnerst du dich noch auf dem Game Boy Advanced an Golden Sun, das RPG. Ich habe das nie selber gespielt, hat immer nur ein Kumpel von mir gespielt. Das ist traurig, Janis. Das ist sehr traurig. Das war ein episches Unterfangen damals. Ist wahrscheinlich mein Lieblings-Gameboy-Advance-Spiel aller Zeiten, glaube ich. Uiuiui. Ui, ui. Das sagt natürlich viel aus. Was auch viel aussagt, einfach nur geil, ist unser Bracket, denn das haben wir für euch aktualisiert. Boom, da ist es. Jokern schlägt Palace, damit Scars gegen Jokern als Decider. Sunny schlägt Darkness, damit Philly gegen Sunny als Decider. Damit können wir schon mal sagen, 5 Undeads in der Meisterschaft, mehr werden es hier nicht. Kriegt Kevin noch einen Nachtelf-Kumpel dazu? Das wäre Jokern. Kriegen Francis und Tom noch einen Ork-Buddy dazu? Könnten sogar 2 sein in Scars und Philly Warrior. Oder kriegen Todd und Drunken noch einen Human-Brother zur Allianz dazu? Das wäre dann Sunny. Aber natürlich ein ganz anderer Spielstil hier. Ich habe gerade die Liquipedia-Seite von Scars gecheckt, Remo. Aha. Ja, und? Rate mal, wann er geboren ist. 26. Januar? Das wäre natürlich interessant, weil das ist natürlich dein Geburtstag und der meiner Schwester. Aber nein, geht eher so ums Jahr. Der ist nämlich geboren im Jahre, jetzt halt dich fest, pack an deine 2 Handdinger hier von deinem Recaro-Stuhl, 1999. Der ist 21, der Bub. Ein richtiger Jungspund. Fast in den 2000ern geboren. Das fühlt sich schon an wie eine komplett andere Generation, ne? Schon so ein bisschen. Da muss man sich natürlich fragen, haben die überhaupt noch Pokémon auf RTL 2 geguckt? Das sind die wichtigen Fragen. Also ehrlich gesagt, zumindest bei uns damals, Pokémon im Fernsehen war gar nicht so beliebt. Wir waren da eher so die Detective Conan Crew, aber natürlich die Spiele waren der Wahnsinn. Ich kann mich immer noch zurückerinnern. Pokémon Rot mit Glurak Level 72, das erste Mal, als ich gegen die Top 4 gespielt habe. Those were the days. Weißt du, was auch ein schönes Spiel ist? Mann. Warcraft 3 natürlich. Und da gibt es ja ein paar Ableger. Und wir spielen ja auf W3 Champions. Und ich habe gerade die Nachricht gekriegt, dass ich W3 Champions neu starten muss, weil da ist ein Update. Und weißt du, was das für ein Update ist, Remo? Welches? Es ist das Legion-TD-Update. Es ist jetzt genau wie Footman Frenzy als Custom-Map spielbar, als Ladder. W3 Champions wird immer besser und besser. Jetzt müssen wir nur dafür Sorge tragen, dass hier alle Spieler und Observer ihr W3 Champions updaten. Und Zuschauer natürlich auch. Sehr cool. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Bin gespannt, wie sie das handhaben werden mit den verschiedenen Versionen. Denn da gibt es die Mega-Version und die Mega-Mega-Version mit ultra vielen Creeps und dann auch verschiedene Pick-Modi. Aber da werde ich mich auf jeden Fall mal reinfuchsen. Vielleicht auch endlich die Zeit für dich, Janis, mal ein bisschen Legionär zu werden. Wann soll ich denn hier noch spielen? Bin nur am Rotieren hier, weil morgen startet DreamHack und da gibt es einiges zu tun. Ja, wenn man Zeit findet. Wenn man Zeit findet, Janis. Wenn du anstatt, dass du, keine Ahnung, deinen Wrestling-Podcast hörst oder so, kannst du mal eine Runde Legion TD spielen. Das mache ich ja nicht als einzelne Aktivität. Das läuft ja nebenbei. So kann man Legion TD auch spielen. Kann man sogar Mouse-Only spielen. Ist eine sehr chillaxte Erfahrung. Ja, ja. So, ich lade mich wieder tot hier im Versuch, W3 Champions zu starten. Was ist da eigentlich los? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass die Updates kommen von GitHub und mein
Internet Service Provider, die Telekom, die hat nicht so die beste Verbindung zu GitHub. Also könnte das noch die ein oder andere Minute dauern, bis wir hier ins Game gehen können. Was ich dir noch über Scar sagen kann, dass der genau wie Shocky beim Clan Infernales ist. Das könnte eine sehr erfolgreiche Relegation für die sein. Jawohl, das spanische Team plötzlich auch in der deutschen Meisterschaft vorhanden und werden sich da in guter Gesellschaft wiederfinden. Mausball ist natürlich bisher die absoluten Overlords der Meisterschaft, aber Infernales, was haben die denn noch für Teams? Kennt man die noch irgendwo her? Weiß ich nicht. Ich kannte die nicht. Natürlich darfst du die Playing Ducks nicht vergessen, die auch immer sehr gut repräsentiert waren in Quantität während der Meisterschaft. Das ist so ein bisschen so ein Kampf der beiden Clans. Ich glaube, das ist sogar ein deutsches Team, oder nicht? Oder ist das auf jeden Fall infernalesesports.de? Oder ist das womöglich ein anderes Team? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Guck mal, ich gehe hier mal wieder auf Liquipedia, weil Liquipedia weiß ja alles. Die Manager kommen auf jeden Fall aus Kolumbien und Venezuela und Argentinien. Und die Homepage ist infesport.com. Okay, dann gibt es zwei infernales E-Sports-Teams. Mensch, das ist aber auch verwirrt. Guck, die Homepage ist gar nicht erreichbar von denen. Aber da sind auch so Kapaiken drin wie Fred, wie der Walter aus Peru. Das ist einer meiner großen Freunde. Das ist ein richtiger Meme-Lord auf Spanisch. AEB, den man aus den ganzen Amerika-Cups kennt, hat auch Dreamhack-Qualifier gespielt. Der Hunter, unser alter Freund Christopher, mit dem Rollstuhl auf die WGL-Bühne. Wer erinnert sich nicht? Einige gute Leute am Start. Ach, und Tok ist auch in dem Team. Ach, guck mal, da macht's ja Sinn. Bin jetzt endlich angekommen auf dem Server und habe auch das Game gejoint. So sieht's aus. Hola. Begrüßt er uns schon mit Hola. Das ist doch schön. Gas ist schon ready. Kann's kaum abwarten, seine Chance hier wahrzunehmen. Und sich beweisen zu können. Jokern braucht noch ein Momentchen. Hat natürlich gerade schon eine Series hinter sich. War, ich würde sagen, nicht allzu stressig. Schien so, als ob Jokern da immer die Kontrolle hatte und eigentlich permanent in Führung war. 3 Maps hinweg ist auch selten zu sehen. Aber im Matchup gegen Ork, glaube ich, wieder ganz anders. Ich habe so das Gefühl, Jokern spielt am besten, wenn er schnell Map-Control kriegt und dann schön Druck ausüben kann. Sprich, wenn der Gegner zuerst expandiert und er dann schön drauf rumkneten kann. Wer freut sich nicht, wenn er auf Sachen drauf rumkneten kann? Habe ich leider schon lange nicht mehr gemacht, aber was das für ein Spaß in der Jugend war. Hattet ihr auch damals dieses Brettspiel mit den verschiedenen Knetfiguren, die dann in solche Fallen reingelaufen sind, wo sie zerschnibbelt wurden und so ein Quatsch? Weißt du, wovon ich sprich? Hau die Traube oder so. Irgendwas mit Traube. Quetsch die Traube. Genau, das waren so Trauben. Und die musste man quetschen. Daher der Name. Die musste man quetschen. Hattest du den Traum, da gab es ja immer diese Werbung von diesen Brettspielen, ne? Und es ging immer gleich los. Es war ein abgetrennter Raum und da stand da ein Kind mit einem großen Klöppel in der Hand und dann ging es los. MB-Spiele präsentiert. Bong! Und dann wurde das Spiel vorgestellt. Hast du dir mal gewünscht, dass du der MB-Spiele präsentiert Gongschläger wärst? Tatsächlich war das keine Fantasie von mir. Die ich hatte, war Super Toy Race. Ich glaube, so hieß das, ne? Da wollte ich mit meinen Kumpels mitmachen. Wir haben uns da auch ein paar Mal beworben, per Brief oder wie auch immer das ging. Wir hatten nie das Glück. Oh, war das, wo man gewinnen muss und dann hat man einen Einkaufswagen und darf durch so einen Einkaufswagen. Ja, genau. Oh! Genau. Riesentraum einfach damals. Und jetzt, das war echt eine super Show gemacht, um die Fantasien von Kindern auszunutzen. Das war einfach nur und jetzt, heutzutage, da arbeitet man für die ESL hier als Caster und macht das einfach so, ohne vorher irgendwas zu gewinnen. Da geht man durch den Laden. Oder auf Amazon. Den Arm ausstrecken. Ja, da hat man. Natürlich hat man seine Bediensteten und zeigt nur auf Dinge. Die dann für einen. Auf Amazon, das ist ja irgendwie kein. Also, das ist ja ein Megaladen, wo einfach nur alles vorhanden ist. Aber ist, wir gehen mal vom Real Life aus, von normalen Läden, die es gibt in Mainz oder in Hamburg.
Wovon würdest du am meisten profitieren, eine solche Flatrate zu haben, über, was weiß ich, 10 Minuten oder wie lang das ist, wo du einfach alles in den Einkaufswagen werfen kannst, was du willst? Was wäre da die beste Wahl für dich? Welcher Laden? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde zum größten Discounter in Hamburg gehen und alle Tiefkühlpizzen klauen. Also holen. Aber da müsst ihr ja noch gleichzeitig irgendwie so 40 Eisschränke oder so dazu holen, weil die halten ja nicht so lange. Wir haben einen großen Eisschrank hier. Außerdem, in Hamburg ist auch immer kalt, du kannst auch draußen lagern. Aber wenn es regnet, dann wird es ein bisschen komisch, ne? Ja, tut's auch wieder. Es ist pünktlich zur Herbstrelegation, wird's in Hamburg wieder kalt, nass, grau, windig. Soll es sein. Wir haben übrigens ein kleines Meme bekommen, das ist auch so ein 90er-Meme, vom guten Slashor, unserem deutschen Caster-Kollegen. Der kennt Scars anscheinend sehr gut. Hier ist er. Strategie ist ja meist geheim vor wichtigen Spielen, wie zum Beispiel der ESL-Meisterschaft, aber ich habe eine Vermutung, was Scars gleich den Jungs von Back to Warcraft präsentiert. Headhunter. Wie viele? Alle. Kennst du diese Werbung noch? Mit dem goldgelockten Einkäufermann. Nee, aber gar nicht. Ich glaube, das ist eine Wurstwerbung. Oder Hanuta. Eins von beiden. Slash, klär uns auf. Hat der Mann Wurst geholt oder Hanuta? Während wir auf Jokern gewartet haben, haben wir euch eine Menge Quatsch erzählt. Aber während wir euch Quatsch erzählt haben, ist der Jokern einfach ins Game gejoint und das Spiel wurde gestartet. Ob der Slasher recht behalten wird. Das sehen wir gleich. Ich habe schon diese tolle Prematch-Grafik vorbereitet, die ihr jetzt seht. Es ist die letzte Series der Relegation. Ein Best of Five noch hier auf Back to Warcraft. Und dann wissen wir Spieler 11 oder schon 12 für die Herbstsaison der ESL-Meisterschaft. Den Jokern, den kennt ihr schon seit Season 1, ist der Michel Herrmann. Er spielt für die Playing Ducks. Und der Scars ist der Pepe Roldan Duran für die Infernales. Wieder ein Duran. Wie die Vortex und Lucifron-Brüder. Da ist irgendwo ein Nest in Spanien mit diesen Jungs. Und ob da ein Nest von Headhuntern ist auf Northern Isles, das sagt euch Remo jetzt gleich. Quietsch, Quatsch, Traubenmatsch. Du machst sie alle kalt. Sie wollen fliehen, doch keiner kann sich dir entziehen. Sieht das auch so jetzt aus für Jokern? So war auf jeden Fall die erste Map. Der Peon. Ich war schon bereit, hier durchzudrehen. Aber Last Hit geht an den Keeper. Ah, den zweiten kriegt er! Den zweiten kriegt er, der wilde Mann! Oh, und das ist das Level 2 verhindert. Und das ist mal eine Riesenaktion. 68 Erfahrungspunkte. Schon auf dem Konto vom Farsia. Und der will mehr. Der ist hungrig, der Jungspund. Der will Jokern hier die Rehle vermiesen und selbst zum ersten Mal in die deutschsprachige höchste Spielklasse aufsteigen. Das war ein Start nach Mars hier für Scars. Ja, super harass. Und Jokern, der wird hier direkt dafür bestraft, dass er das nicht so clean gemacht hat. Natürlich, der Last Hit, den er verpasst hat, ist da die sehr offensichtliche, der offensichtliche Schnitzer. Aber eigentlich, wenn man das perfekt creept, sollte man das Camp finishen können, bevor der Farsia aufkreuzt. Aber guck mal jetzt, Janis. Ja. Der Farsia hat mehr Erfahrung als der Keeper. Das ist ein riesen Desaster für Jokern. Normalerweise, wenn man schnell Entangle kriegt, haben es die Eltern da sehr schwer. Aber ohne Entangle sieht das ganz anders aus. Jo, natürlich ist da noch sehr, sehr viel im Köcher bei Jokern. Weil er hat die große Mana Potion gefunden. Aber wieder kein Last Hit. 3 von 4 Creeps gehen an den jungen Spanier. Super Auftakt von Scars. Und diese Wölfe, die sind einfach extrem kosteneffizient zu Beginn. Kostet nur ein bisschen Mana, kann man jede Menge Schaden mitmachen. Und einen Wisp zu detonaten gegen nur einen Wolf fühlt sich auch stark nach Verschwendung an. So wie wenn man beim Fruchtzwerg nicht auch den Deckel ableckt. Korrekt. Ich hab da immer Eis draus gemacht. Das war the real deal. Jo, das war auch sehr geil. Welche Sorten gab's da nochmal? Welche Geschmacksrichtungen? Das wird der Chat uns sagen. Ne? Kriegt das Level 2. Oh, schöner Deny von Jokern. Das hat er gut gemacht. Tech natürlich, was heißt Riesenvorteil? Ganz guter Vorteil. Für Scars, der dann Bock hat auf
Schamanen vielleicht? Los Schamaneros? Bei so einem guten Early Game, ich würde es ihm gar nicht übel nehmen, wenn er einfach Tier 2 alles skippt, Tier 3 geht und dann schön Tiny Greathorn oder Tauren oder so. Das ist so ein schweres Game für Jokern. Aber Skars kann es auch aggressiver spielen, wenn er will. Mit einem Shadowhunter Second vielleicht sogar, mit ein paar Raidern. Ihm steht hier alles offen. Fühlt sich so an. Schönes Chain Lightning, eine Archer rausgenommen, kriegt vielleicht sogar noch eine zweite. Bevor da zum Shadow Melt angesetzt werden kann, direkt nochmal den Blitz in den Rücken gejagt. Also da ist von Nerven mal so gar keine Spur, habe ich das Gefühl. Nicht, dass der irgendwie shaky wirkt oder nervös oder irgendwie großen Respekt vor Jokern hat. Der wird einfach super solide runtergespielt soweit. Jetzt aber Creepjack-Möglichkeit von Jokern, Second Hero Panda, sehr effektiv gegen die Headhunter. Alle anfackeln und dann sterben die schnell mit dem AOE. Aber das heißt auch, man hat keinen Mana-Burn gegen den TC, der gleich hinzukommt. Zwei Headhunter werden rausgenommen und das ist ein nettes kleines Kampf. Kein Mana-Burn, keine Acid-Bomb, kein Heal-Spray. Da fehlt schon so ein bisschen was, aber Power-Spike natürlich jetzt bei Jokern. Farseer blockt so ein bisschen. Army-Positionierung gefiel mir generell ganz gut. So auch der Wisp, der hier nochmal den einen oder anderen Meter gut machen kann. Nächster Breath of Fire, nächster Kill. Das erste Mana hat Joker jedoch gut verbraten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sehen den Doppel-Ancient of Lore von Jokern. Dryaden spielen natürlich gegen Farseer sehr gut, aber gegen Headhunter und später Berserker ist das wesentlich schwieriger durchzuführen. Von anderen Nachtelfen haben wir schon gesehen, einfach nur Mass Archer mit Marksmanship und ein bisschen was an Mountain Giants dazu. Bin ich mal gespannt, wie das hier mit Dryaden funktionieren wird. Das sind wir alle, Remo. Das sind wir alle. TC kann auf jeden Fall gut creepen und kriegt die nächste große Mana-Potion. Du hast es schon gesagt, Mana-Burn nicht Teil dieses Spiels, außer wir sehen noch einen Mana-Abziehstab von irgendwo, aber das wird auch eher schwierig und vor allen Dingen teuer und daher nicht zu empfehlen. Ein Demon Hunter Third könnte ultra stark sein für Jokern, aber ist natürlich schwer, da hinzukommen. Zuerst hier drei attacken und einen Held hinzufügen, den dann noch leveln. Wesentlich schwieriger, das durchzuführen, als wahrscheinlich einfach nur auf Tier 2 zu spammen. Und gespammt wird gleich hier mit den Dryaden. Sind ganz schön günstig, kann man schnell hoch auf 50 Supply. Shop haben wir auch schon. Und Holz bei Jokern sieht immer noch gut aus. Kann sich ein paar Upgrades von leisten oder Tier 3, wenn er denn lustig ist. Okay, auf der anderen Seite kein schnelles Tier 3, nicht gerusht. Dafür Reinforced Defenses, was ganz gut sein kann. Wieder Chain Lightning, aber wenn wir ehrlich sind, auf Level 1 ist das selbst für mich als großen Chain Lightning Aficionado nicht der beste Spell der Welt. Jokern kommt hier ziemlich ungescholten davon. Alles lebt noch und dieser Archer-Count ist auf jeden Fall wichtig. Dank Loon's Grace sind die ganz schön effizient im Piercing-Damage-Duell gegen die Headhunter. Aber mit dem Berserker-Upgrade später sieht das bei Headhunter genauso aus. Wann kommt das Tier 3, ist die Frage. Ist ja schon da. Aber noch ein Weilchen. Tier 2, weil Tier 3 erst jetzt gestartet. Also noch ungefähr 2,5 Minuten oder so, vielleicht 3, bis wir endlich Berserker... Dieser Tauren-Chieftain, ne? Der wird ein ganz schönes Problem, wenn der erstmal Level 3 hat, was gar nicht mehr so weit weg ist. Große Mana-Potion, Mantle of Intelligence, sowie Maske. Ein Traum ist das. Hätte sich da wahrscheinlich auch noch gerne eine Invul gegönnt. Als einziger Frontliner ist das sehr oft benötigt, aber wollte sich ja lieber zurückziehen, ohne was weiteres zu verlieren. Bisher nur zwei Charmen. Ziemlich gering, was das angeht hier in der Zahl. Aber Adept Training kommt. Und Master Training. Ra ra ra. Kommt mit Sicherheit auch bald. Was heißt ra 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 auf Spanisch? Ich glaube einfach ra ra ra, oder? Oder ra ra ra. Ist das international? Das ist die Frage. Müssen wir den guten Pepe nachher mal fragen. Heal Scroll für den Panda. Natürlich gut gegen Stomp und Lightning Shield. Claws plus 9 für den Keeper. Gar nicht so verkehrt. Zwei creepende Gruppen gleichzeitig. Das ist Level 3 für den Keeper. Und das ist auch Level 3 für den Panda. Jokern. Richtig gut gemacht hier. Das ist ziemlich cool. Aber das ist nicht gestern schon gesehen von ihm? Keeper im Early Game, wo er zwei grüne Camps gleichzeitig gekriegt hat oder so? Ach, gestern, das ist doch... Habe ich alles wieder vergessen.
Claws plus 9. Es gab echt mit super Items. Zoe Maske auf dem Farseer, wo der TC volles Mana hat. Guck mal, das Min-Maxing, du. Das gefällt dir, ne? Ja, auf jeden Fall. So, jetzt kommt zum ersten großen Fight, aber Skars will den nicht eingehen. Verständlicherweise. Sein Tier 3 ist noch nicht fertig. Und ohne seine Tier 3 Upgrades ist er einiges schwächer. Treant hat dagegen eine Speed Scroll geblockt. Das war schick. Und hat er den Kill gekriegt. Beide spielen sehr gut. Auch Skars ist sie nicht zu schade, sich eine Speed Scroll zu kaufen im Vergleich zu Philly Warrior gestern, der daran schon gescheitert ist, so ein bisschen. Dritter Schamane plus das Bloodlust Upgrade. Der Panda effektiver als ich dachte. Gern Skars hier eine Heal Scroll hätte, aber hat er sich vorher nicht leisten können. Shop ist rausgenommen. Er braucht diesen Shadowhunter dringendst. Und das Berserker Upgrade. Timing von Jokern ist wunderbar. Aber sobald wir ja die T3 Upgrades haben, könnte sich das Blatt schnell wenden. Oh, bis dahin kriegt der Panda aber nochmal einen Kill. Vielleicht sogar zwei, weil der hat eine Potion. Jetzt haben wir die Berserker am Start. Skars kauft ganz gut Zeit. Storm. Gerade kurz vorm Drunken Haze. Das ist ein ganz schöner High-Level-Lower-Bracket-Finale hier. Der Shadowhunter ist mit dabei und mit der Heatwave ist Skars plötzlich recht mutig. Hat immer noch einige Stomps, beginnt mit Hex, aber das wird schnell gedispelled. Sehr überrascht, hier nicht Heatwave zu sehen. Panda wird gepurcht, der auch ein Problem. Heals for war auf Jokerns Seite. Welcher sich jetzt rausdepet, eine Archer geht drauf, aber das war ein super Trade für Jokern. Eine einzige Archer nur verloren, dafür, dass er so viel rausgenommen hat. Und in der Zwischenzeit seine Echse fast fertig und er hat Tier 3. Remo, muss ich fast die Hose ein bisschen weiter öffnen bei dem ganzen Erfolg, was er hier sieht. Da kommt sogar Wellspring. Alle guten Upgrades, außer Ultravision, sind damit fast schon am Start. Und natürlich mein Lieblingsupgrade. Haben wir jetzt eine Speed Scroll wieder? Nee, nicht unbedingt, aber eine Heal Scroll. Und sehr, sehr wenig Gold bei Skars. Der ist unter Zugzwang jetzt. Er hat zwar Bloodlust, er hat ein paar Berserker, aber reicht das gegen diese Nachtelf-Armee, wo die Bären schon Master haben? Ich bin überrascht, dass er nicht mehr creepen geht. Skars hat immer noch das TP. Er hätte nach rechts unten gehen können, da mindestens zwei Camps creepen, vielleicht sogar drei, und könnte immer raus TPen, wenn es brenzlig wird. Und mit der Tiny Great Hall kann er auch gegen expandieren, wenn er das Gefühl hat, dass er sich's halt leisten kann. Also erst gibt's mal ein paar Heal-Selves und momentan sieht's im Gold nicht so gut aus. Shadowhunter ist natürlich auch ein gutes Target. Fängt sich ein paar Pfeile. Was kann Skars noch machen? Worauf wartet er? Hat das Gold für eine Heal-Self interessanterweise? Oh, gut. Die Peons werden gezogen. Alles klar, das wird keine Gegenechse. Das wird ein All-In, Freunde. Bloodlust is ready. Ra, ra, ra. Was das Spell angeht bei den Dryaden, haben wir jede Menge Mana. Also 4 Dispels auf jeder Dryade plus Wisps. Und Jokern, der schaltet einfach einen Counter-Attack. Das ist smart. Ja, so ein Base-Race mit einem Panda und einem Master-Bär kann man machen. Ein einsamer Wolf scoutet hier den Norden, aber da wird er nicht viel ausrichten können. Shop down, einiges an Treants. Mana auf dem Keeper sieht gar nicht so gut aus. Purge ist natürlich auch am Start. Wie viel Schaden kann der TC machen? Wie viel kann er stompen? Wie viel Lightning Shield werden? Wir sind natürlich viel Dispel, wie du gesagt hast, auf beiden Seiten. Chain Lightning Ratter durch, das sieht jetzt ein bisschen besser aus. Das war Level 2. Headhunter leiden aber ganz ordentlich. Panda versucht da hinten reinzukommen, kriegt nicht unfassbar viele Kills. Drunken Haze aber gute Mistchance. Hex auf dem Keeper, der kann kein TP zünden. Und Joker verliert seinen First Hero. Er hat Dispel auf Autocast. Er hat sich den weiteren Dispels nicht zurechtgelegt auf den Dryaden. Riesenfehler von Jokern. Und da wird er jetzt richtig für bestraft. Doch mal ein Stomp. Das sind 4 Archer-Kills. Und jetzt kann Skars aber mal sowas von gegen expert. Ja, wer muss creepen, wenn man einfach den Gegner schlachten kann? Keiner. Und somit ist der Shadowhunter auch Level 4. Tauren Chief den Level 4. Ei, jai, 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 jai. Noch mal eine Archer weg. Jokern kassiert richtig. Wieder auf 38 Supply runter. Mana Stone gekauft? 450 Gold. Er hat gerade überhaupt keine Armee, aber er kauft sich den Mana Stone. Oh, eine Echse, ne? Kann man sich auch mal leisten. Hat er in der Tat.
Shop hinten ist fertig, Zeit für eine Tiny Great Hall und auf geht's. Skars hat gleich zwei Basen selber. Und hat er die Regen? Wahrscheinlich, ne? Braucht eigentlich nur zwei Selves. Und dann reicht das schon. In der Vergangenheit haben wir sehr oft gesehen, wie extrem stark Mountain Giants im Late Game sind gegen Berserker. Aber die will einfach heutzutage niemand mehr spielen. Jeder spielt die Bären. Die sind viel cooler. Die sind viel modischer. Aber gegen Stomp und Headhunter, oder in diesem Fall Berserker, wären, glaube ich, Mountain Giants einiges besser. Sie sind auf jeden Fall flauschiger. Vielleicht ist Joker so ein kuscheliger Typ. Zweiter Ring of Protection. Ich im Internet auch einen anderen Begriff für, ne? All Gas No Breaks, kann man sich mal angucken. Interessante Doku. Habe ich immer noch nicht gesehen, die Folge. Die ist sehr cool, die ist sehr wholesome, wie gesagt. Aber wholesome wird Skars hier nicht sein. Der hat nämlich, im wahrsten Sinne des Wortes Blutlust. Nächster Stomp und wieder ein TP. Reicht das für den Bären? Perfekt. Und das ist das Focus Fire, das Berserker haben können gegen Bären. Bei Mountain Giant sieht das ganz anders aus und Jokern jetzt in großen Problemen. Dieses Ork Late Game ist super stark. Die Schwierigkeit ist, hier hinzukommen. Oftmals stirbt man zuvor. Man erreicht nicht Level 3 Shadowhunter. Man erreicht nicht Level 5 TC. Das ist momentan auch noch nicht der Fall. Aber ich wäre nicht überrascht, das bald zu sehen. Was du nicht siehst, ist dieser Torrent Chieftain. Der ist nämlich unsichtbar. Nach diesem Trank, den er hier sich geholt hat. Gucken, ob er Joker damit überraschen kann. Income gleich. Wie sieht es bei der Erfahrung aus? Da sehen wir jetzt. Da hat Skars auf jeden Fall Jokern überholt. Und da ist nicht mehr so viel auf der Map, was das ändern könnte. Aber erstmal haben wir einen Push hier. Bloodlust cancelt kein Invis, haben wir gerade gesehen. Hier wird richtig viel rumgebrüllt. Bloodlust überall. Oh, der ist detonate. Oh, das war mal Werbe. Sehr schön. Ja, ist doch. Weißt du was? Hier fehlt? Weißt du, was hier fehlt? Ich weiß es. Nature's Blessing. Wie kann man das nicht sich holen? Hier ist der TC und jetzt wird gefightet. Einfach wieder auf die Heroes drauf. Focus Fire ist crazy. Schön dem großen Breath of Fire gedodged. Die Wisps kommen rein, werden wieder einiges detonaten. Damit bye-bye Bloodlust. Kaum noch Mana auf Skars Seite. Book of the Dead von Jokern. Können die Untoten ihn hier retten? Hilft auf jeden Fall einiges. Die Heatstroke wurde schon eingesetzt. Gibt kein Mana mehr. Oh, der Tree of Life! Der Tree of Life! Hoho! 41 HP. Hat gar kein Nature's Blessing gebraucht. Ja, vielleicht mit Nature's Blessing hätte er sich nicht auswurzeln müssen. Um da seine Buddies zu essen. Da hätte er jetzt einfach weiter minen können. Also einige ist draufgegangen, ne? Also müssen vielleicht ein paar aus der Main rübergeschoben werden. Jokern setzt zum Counter-Go an. Immer noch den Mana-Stone. Auch zwei Rings of Protection. Das Book of the Dead hat ihn auf jeden Fall gut gerettet für eine Weile, aber Skars hat auch sich selber gut verarztet. Ich glaube nicht, dass er hier die Echse killen kann. Da sind immer wieder nette Detonates dabei, ne? Aber die Armee jetzt von Jokern so winzig. Panda muss den ganzen Schaden alleine ausrichten. Oh mein Gott, die Bären. Guck mal, wie die einfach weggesniped werden. Sehe ich nicht. Keine Chance. Das geht mir zu schnell. Da blinzel ich einmal, zack, ist der Bär weg. Und der TC, der hat noch mehr Stomps. Ein bisschen over the top, aber auch mal einfach Kraft demonstrieren hier. Shadowhunter ist auch Level 3. Jetzt die starke Heal Wave verfügbar. Der und Drunken Haze Breath of Air hat mal richtig reingehauen. Ich wollte auch gerade sagen, die braucht er jetzt aber auch. Mana Stone hat da immer noch Skars bemerkt, okay. Da soll das vielleicht nicht zu übermütig sein. Immer noch einen guten Supply Lead. Haben wir hier irgendwie Level 5? Nicht wirklich, gleich Level 4, aber Wölfe bringen natürlich auch nicht so viel dagegen. TC, kam noch Mana, nächster Breath of Fire. Dieser Mana Stone könnte ihm eventuell das Game retten, wenn er nicht vorher gefokust wird. Purge, 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 aber auch Heal, Heal, Heal. Und das sieht nach einem Quad-Kill aus vielleicht. Schön die Berserker rausgezogen. Der TC in großen Problemen. Der geht drauf. Oh oh. Und Jokern. Fighting der dreht gerade die Kiste. Fighting Skills von Jokern. Der Mana Stone. Er hat die ganze Zeit gewusst, dass das Item ihn den Arsch retten wird. Und wie es das getan hat. Alles ist verbrannt. Jokern. Auf dem Weg zu 60 Supply. Tavern Revive auf dem TC. Ist natürlich absolut notwendig, aber die Nachtelfen, die ravagen jetzt die Orks hier. Von wegen zweites Income.
gibt einen Counterattack von Scars. Er hat mittlerweile nicht mehr so viele Berserker. Sieht mir auf jeden Fall nach bisschen zu viel Schamanen aus. Aber ja, die Echse, die ist gleich platt. Wobei, Jokern killt die Echse noch nicht. Er macht sich selber zur eigenen Base auf. Scars hat kein TP. Wie aggressiv ist das TP vom Nachtelf? Geht so. Okay, Scars noch mal Glück gehabt. Und Echse steht noch. Er braucht dringend Clarities auf diesem Shadowhunter. Jo. Aber ob er die Zeit hat, sich die zu holen, ist eine andere Frage. Erstmal muss er sich um die Bäume kümmern, die seine Great Hall hier kaputt hauen weiterhin. Aber Jokern gibt ihm auch ein bisschen Zeit für die nächste Scroll of Healing. Im nächsten Fight keine Mana Potion, kein Mana Stone. Hat er Gold genug für einen Shop an der Echse? Ah, nicht so wirklich. Scars ist ganz schön broke im Momentan. Aber im No-Upkeep, somit kriegt er jede Menge Kohle. Einiges mehr als Jokern. Der ist am Marketplace. Gibt's noch mal einen Mana Stone jetzt, oder wie sieht das aus? Was haben wir denn da? Ja, haben wir, glaube ich, nichts, was ihn da irgendwie groß retten kann. Will er in der Choke fighten gegen maximal 2-3 Bären gleichzeitig mit dem TC vorne drin? Lightning Shield? Ist das der entscheidende Fight auf Northern Isles? Dragon Hails, Breath of Fire. Davon gab's nur eins. Vom Storm gab's auch nur einen, aber der hat richtig gesessen. TC wieder ein Problem. Heal Wave wird eingesetzt. Er kommt raus aus dem Entangle. Keeper immer noch jede Menge Mana. TC, immer Potion! Nicht eingesetzt und GG. Und Jokern mit dem 1-0. Das hat dann mal richtig gut umgedreht. Das war aber ganz schön knapp, mein junger Freund. Scars, ohne Furcht, ohne Respekt, gut aufgedreht. Der perfekte Start in die Series mit diesem, mit dem kleinen Slap. Hat er sich da viel Erfahrung geholt, aber hat nicht gereicht. Dieser Mana Stone war eventuell der wichtigste Mana Stone in Jokers WC3-Karriere. Und das sieht man nur sehr selten, ne? Dass so ein großes Item da gekauft wird, aber natürlich riesen Impact auf den Panda. Und ich glaube, Scars war da ein bisschen übermütig. Für den sah es natürlich gut aus, aber man darf nie den AOE-Schaden unterschätzen. Er hätte sich Mana Potions und Clarities auf dem Shadowhunter kaufen müssen. Aber er war sich da scheinbar ein wenig zu sicher. Und da er die Rechnung für kassiert. Aber nur eine Map kann er sich auf jeden Fall nochmal zurückkämpfen. Jokern lässt ihn wieder ein bisschen zappeln hier. Scars, der Host dieser ganzen Geschichte. Auf den Flowbots natürlich, auf den Flowhosts. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen psychologische Kriegsführung oder einfach der typische Jokern, kann man von beiden Seiten betrachten. Auf der anderen Seite übrigens im anderen Spiel, Philly Warrior mit dem 1-0 gegen Sunny. Jokern jetzt auch da. Also viel mit zappeln lassen war da dann doch nicht. Kann Scars jetzt nochmal rumreißen? Gestern. 2-0 war vorne gegen Tom. Eine Map entfernt von der Meisterschaft und dann hat Tom ihm den Arsch verprügelt. Vielleicht heute andersrum. Das wäre natürlich eine Tragödie. Muss auch ein sehr befriedigender Sieg für Tom gewesen sein, ne? Nicht nur hat er es geschafft, zurück in die Meisterschaft, aber jetzt auch gepackt, die Headhunter und den Farsier zu besiegen, ne? Absolut korrekt. Scars fragt sich hier, ob er Jokern eventuell gemutet hat, weil da kommt noch nichts. Aber ja, wir sind quasi Sekunden davon entfernt, euch das zweite Game zu präsentieren auf Remus Lieblingsmap, Concealed Hill. Jawohl, sehen wir in diesem Matchup sehr oft, aber normalerweise sieht das dann so aus mit Blade Master Grunts gegen Keeper Hunts Expansion. Ich gehe mal davon aus, das wird hier sehr anders aussehen mit einem Farseer Headhunter. Jokern hat da kein gutes Early Game gehabt. Den Last hier zu verlieren hat sehr wehgetan. Hat da ganz schön Probleme gehabt, auch eine Archer verloren zu Beginn. Aber hier könnte das wesentlich besser aussehen, wenn er sich ein bisschen besser einstellt. Ich würde nur allzu gerne Entangle First sehen, um da mit den Wölfen besser umgehen zu können. Vielleicht macht sich Jokern da selber gerade noch Gedanken. Braucht doch ein Momentchen. Ja, manchmal kann so ein Gedanke ein bisschen dauern. Und gibt uns natürlich Zeit, euch nochmal das Bracket zu präsentieren für die Action am nächsten Dienstag, weil da gibt es nochmal zwei Best of Fives. Das ist so unser Saison
Endprogramm mit den Playoffs. Natürlich haben wir eine Relegation, aber wir wollen natürlich auch wieder die besten Spieler sehen. Und diese 6 Spieler, die haben uns extrem viel Freude gemacht diese Saison über. Waren gegen Kevin ein Aspirant für den Titel. Definitiv Waren gegen den Liebling der Herzen der Community, Kevin Schwem von den Rocket Beans. Und im unteren Teil Ente gegen Francis, der erfolgreichste Österreicher gegen den Vizemeister. Da ist auf jeden Fall Feuer drin am nächsten Dienstag. Wir haben hier immer noch Feuer. Gerade durch den Panda wurde es ein sehr hitziges Gefecht auf Map Nummer 1, auch wenn es da sehr kalt war. Hier auf Concealed Hill das Klima definitiv gemäßigt da, aber natürlich nicht weniger Action hier drin. Auf geht's. Gas oben rechts, wieder mit Farsia Headhunter gegen einen Jokern, der sich hier nicht die Butter vom Brot nehmen lassen will. Rele-Zeit ist Jokern-Zeit. 4-0 am entscheidenden Tag. Das ist schon stark. Schaffst du es hier mit perfektem Score, mit weißer Weste raus? Oder kann sich jetzt Gas nochmal zurückfighten? Es schien so, als ob Gas da das Spiel in der Hand hatte. Aber dann am Ende, der Panda, der hat einfach alles weggebrutzelt. Der Panda im neuen Patch, ne? Der ist einfach eine Wucht. Und es geht weiter, Freunde. Es geht weiter. Ja, der Skase, der erwartet hier aber nichts Unmögliches, sag ich mal. Hat kurz das Ready geforst in der Lobby, hat sich da gefragt, warum der Joker denn so ruhig ist. Jetzt fragt er auch nochmal, warum ist denn hier kein Good Luck, Herr Fun? Und Joker hat gestern schon sehr schlechtes Benehmen gezeigt. Weiß ich, vielleicht wird der Joker hier zum Bad Boy. Meinst du, er hat sich bei dem Benehmen ein Auftreten beim... Ja. Beim Schuldirektor verdient? Schuldirektor, der kriegt einen Eintrag ins Klassenbuch, ja, hoffentlich bei den Playing Ducks. Ich sehe die Spieler. Oder aufpassen, sonst gibt es bald einen blauen Brief nach Hause. Korrekt. Vielleicht auch ein blaues Auge. Wenn der Slash da involviert ist, würde ich nichts ausschließen. Nein, natürlich ist Gewalt wieder. Keine Lösung. Meistens nicht, ne? Peon kann es diesmal nicht ganz hinkriegen. Und die Erfahrung geht komplett an Jokern. Den Baum. Auch noch einen einzigen Wolf hier und dann kriegt er, oh, schön mit dem Detonate. Guck mal, hat er da fein gemacht. Ja. Und jetzt haben wir auch das Detonate. Joker definitiv on fire heute. Nicht im Chat, aber was so die Unit und Hero Controls angeht und das Early Game, definitiv ein Schuss in den Ofen von Skars. Und da hast du deinen Entangle. Ja. Und, das ist noch nicht mal Verschwendung, das auf die Wölfe einzusetzen, sondern sollte man genauso machen, schnell auf die Wölfe benutzen, dann gibt es nur noch einen für eine ganz lange Zeit und mit einem umzugehen, eigentlich ziemlich easy. Kostet allerdings natürlich auch einiges an Mana. Keeper muss sich zurück zu den Moonwells aufmachen. Fast hier noch jede Menge Mana-Punkte verbleibend. Wölfe sind einfach sehr Mana-effizient, ne? Das sind schon gute Summons. B2W Wuffies, mein Lieblings-Emote auf unserem Channel. Hat bei mir das Herz ersetzt, wenn ich für irgendwas dankbar bin. Zack, gibt's die Wuffis. Die sehen halt auch süß. Wenn ich wüsste, dass mich ein Wolf nicht auffressen würde oder so, hätte ich gerne einen als Haustier. Ja, was so ein riesiges alles Ding, weißt du, so 90 Kilo oder was. Du kannst aber ausprobieren. Ja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich bräuchte auch gar nicht so arg meine Einkaufsliste abändern. Der Wolf und ich, wir essen einfach beide. So 4 Steaks am Tag. Läuft. Dir geht dieser Planet zugrunde. Ich habe auf jeden Fall wieder... Aber wie traurig wäre denn ein Planet ohne Steaks, Janis? Wer ist der Planet überhaupt wert? Ich bin kein Steak-Fan, weißt du doch. Ich weiß, aber... Was wäre die Welt ohne Tiefkühlpizza? Ist die viel größere Frage. Wäre auch, ein trauriger Tag für alle jungen Leute, wenn das plötzlich fehlen würde. Oh, ich habe schon länger keine mehr gehabt, muss ich sagen. Nee, ich bin noch ein junger Typ für dich, das ist nett, danke. Ja, 30 das neue 20. Redet er sich immer noch ein, 4 Monate nach dem Geburtstag.
3. Headhunter alle in der Base geparkt, zwei davon angeschlagen. Der hat richtig Angst, die gegen den Keeper zu verlieren. Natürlich begründet, weil er ist ganz schön viel Mana. Oh, Item for free. Die Gauntlets würden einem Panda sehr gut stehen. Tier 2 ist gleich fertig. TC aber mal keine Millisekunde gebraucht, um den zu starten. Schon ein geiler Hero, ne? Wie sieht's bei Jokern aus? Nicht zu spät haben. Ja, will er wieder Panda spielen? Macht er diesmal was anderes? Alchemist? Demon Hunter? Panda. Hat er sich aber an der falschen Taverne geholt, oder? Hätte er sich auch. Ging auch. Hätte auch bei der anderen geklappt, ne? Na gut. Skars wartet geduldig auf den TC. Fazir ohne Speedscore, ohne Heal-Stealth unterwegs, ist ein bisschen gefährlich, wenn da nochmal ein Entangle rankommt. Ein Breath. Also, Skars hat hier nicht so viel Spaß auf dieser Map. Kann kaum aus der Base raus, kann kaum was creepen, Joker direkt super nervig in his face. Noch kein Reinforced Defenses natürlich, dafür ist viel zu früh. Und diese Base ist Shockwave! Was? Freundchen, wo hast du denn dran gesüffelt? Und hat sich keine Items gekauft? Da wird er am Shockwave-Baum geschüttelt auf jeden Fall. Die Archer alle mehr oder weniger kaputt. Immerhin das TP. Aber ja, die Items jetzt nicht zu haben ist bitter. Gerade die Heal-Self. Shockwave. Verrückte Welt. Wäre das nicht besser gewesen? Einfach Storm First, Speedscroll zücken und dann mal rein da in die Archer? Ich bin froh, dass wir hier mal was anderes sehen. Storm siehst du immer. Ja. Chainwave ist ja auch ein Klassiker. Wenn das gut in die Archer reinrattert, kann auch ordentlich Schaden ausrichten. Und wenn dir das Spell später nicht mehr gefällt, kannst du dir ein Büchle kaufen. Das Tome. Nur noch 200 Gold heutzutage. Und dann kannst du wieder ein bisschen rumstampfen. Ja, die kaufen sich ja quasi eine Anleitung, A, was zu vergessen, durch ein Buch. Das ist schon mal seltsam. Und dann so, gibt es Bücher, How to Stomp? Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber gut, in der Warcraft-Welt gibt es ja einiges, ne? Also es gibt auch zu allem Ratschlagbücher. Weiß nicht, brauche ich ja immer nicht. Ich kann ja schon alles. Da gibt's auch einen riesigen Markt für, ne? Das wissen die ganz genau, dass es so viele Menschen gibt, die unzufrieden sind mit sich und mit ihrem Leben und sowas. Und die versuchen, sich zu verbessern und erhoffen sich immer die Lösung. Wenn ich nur wüsste, wie ich eine Kiwi schälen kann, ohne dass da Fetzen am Ende dran sind, dann wäre ich endlich glücklich. Und dafür gibt's bestimmt auch Bücher. Das Problem haben ja viele Leute mit, hier diesen Avocados, ne? Ehrlich? Ist es bei denen nicht ziemlich easy? Es heißt, also Hälfte, haust den Kern raus und dann kannst du es so rauslöffeln. Jo, aber anscheinend hauen sich so viele Leute die Hand beim Avocado-Schälen auf, dass das ein eigener Terminus jetzt ist. Ich habe auch einige Freunde, die total auf Avocado stehen. Ja, gehen wir weg. Vor allem bei Frauen habe ich so das Gefühl. War ich nie so der riesige Fan von, außer Guacamole. Das ist the shit. Panda mit dem ersten Dragon Ace Breath of Fire. Aber Skars, der splittet echt immer ganz schön nice gegen diese Breaths. Sich auch hat so. Da gar nicht allzu viel Schaden genommen. Und die Troll Region, die tut ihr Übriges. Und so ein Archer hat natürlich keine Troll Region. Und da wird auch nicht so gut gesplittet. Da wird wieder einiges an Schaden gemacht. Blöd ist nur, Dryaden werden von Shockwave jetzt nicht so irritiert. Das kann er eigentlich nur gegen Gebäude so richtig benutzen im Late Game. Ich wäre immer noch stark für ein Retraining, aber gucke mal, wie das dann später aussieht. Skars versucht wegzurennen. Oh, Shockwave, nicht schlecht. Und direkt mal die Heal-Scroll aus dem Fight geforst. Skars hat immer noch das TP, um sich hier zu retten. Und da benutzt er es auch. Und damit ist es Tier 3 schon fast durch. Und eine Echse haben wir nicht. Also, so gar nicht. Nicht mal großartig ein Wisp in der Nähe. Panda noch nicht Level 3. Ziemlich weit weg davon. Skars hat sich hier Minute für Minute zurück ins Game gefightet, aber wieder eine große Mana für den Panda. Hat die direkt eingesetzt? Jo. Augenkeeper? Für Treants? Interessant.
Damit kann man natürlich auch fix weiter creepen. Jokerns Erfahrung, es sieht hier ganz gut aus. Bei Scars, da erhofft man sich noch ein bisschen mehr. Shadowhunter kommt auch gleich hinzu. Aber wenn wir so auf die Map schauen, sind noch jede Menge Camps verbleibend. Und da haben wir es, liebe Freunde der deutschen Walkthrough-Unterhaltung. Das erste verbleibend des heutigen Tages. Ich habe schon drauf gewartet. Und was ist daran jetzt? Was ist damit jetzt? Das klingt so komisch. Das kann mir auch keiner erzählen, dass das richtiges Deutsch ist, was du da redest. Verbleibend kein Wort? Nicht irgendwie, das wirkt immer falsch platziert. Okay, wenn du das sagst. Chat, sag doch mal was dazu. Ich sag auf jeden Fall, Joe kann schöne Level. Keeper arg weit vorne drin jetzt. Hex, Stomp hat natürlich nicht hier, um zu stunnen. Shockwave versucht er sein Bestes mit zu tun, aber Invo Potion, Heal Potion, dem Keeper geht's doch noch ganz gut. Mit der Speed Scroll zieht sich Gas zurück. Er hat noch kein Bloodlust. Wie lange dauert's noch? Alles gerade fertig geworden, ne? Jawohl, los geht's. Ra, ra, ra. Und jetzt sehen wir, dass langsam aber sicher diese Shockwave so gar nichts mehr bringt. Weder auf den Helden noch auf den Dryaden. Breath of Fire um einiges besser. Und der TC, der war noch nah genug am Shop, da kann er doch mal zum Buch greifen. Aber nee, wieder nur an der Playstation den ganzen Tag, dieser TC. Wird geblockt, wird entangled. Und guck mal, dieser Block, der bewegt sich kaum einen Meter. TC ist schon letztes Game ein paar Mal gestorben. Und hier erneut Double Kill mit dem Breath of Fire. Und das war's schon wieder. GG. Das ging mal ordentlich nach hinten los, dieses Game, Remo. Und dabei sah es doch gar nicht so schlecht aus. Ich fand, defensiv hat das gar ziemlich gut gespielt. Hat sich da zurücktippet und dann war sein Tier 3 fertig. Hätte er nicht einfach creepen gehen können? Er hätte den Natural creepen können, den Fountain, vielleicht sogar das Red Camp in der Mitte. Auch das Shockwave, die Shockwave-Entscheidung fand ich ein bisschen strange. Ich habe so das Gefühl, da hat er sich ein bisschen die Chancen verbaut. Ha, das Gefühl hatte ich in der Tat auch. Jokern jetzt 5-0 am heutigen Tag. Ihn trennt noch eine Map von der Meisterschaft, von der dritten Teilnahme in Folge. Und da wird Kevin natürlich froh sein, wenn sein Brother in Arms als zweiter Night Elf dann noch dazukommt. Aber Scars, vielleicht ein Beispiel an Tom nehmen. Nicht aufgeben und versuchen, das Ding nochmal rumzureißen. Das haben wir gestern zweimal gesehen gegen Tom. Und Tom hat es beide Mal geschafft. Also unmöglich ist hier nämlich gar nichts. Möglich ist aber, dass wir nochmal eine kurze Werbung schalten müssen. Bis gleich. Fire, growing fast, it'll be the last thing.
your destiny. Slay your enemy, raise a legacy. Sind wir wieder mit der Meisterschaft und es sind Matchpoints für Joker, meine sehr verehrten Damen und Herren. Er könnte es wieder schaffen, zum dritten Mal in der Meisterschaft teilzunehmen. Scars sagt hier schon, wird wohl diesmal nichts mit der ESL, nächstes Mal dann wieder. Oder jetzt 3 Wins incoming. Den Scars will ich sehen, genau den. Ja, Scars ist richtig aufgedreht, der ist hier sehr animiert und auch sehr redefreudig. Vielleicht ein bisschen zu aufgedreht im Game. Er war Tier 3, er hatte Triple Hero, es gab noch jede Menge Creeps auf der Map. Und dann hat er sich entschieden, früher für die Supply in Level 3 Panda reinzufighten. Ich glaube, wenn er das bisschen passiver spielt, bisschen geduldiger, könnte das durchaus besser aussehen. Aber Scars, der ist halt so Sturm und Drang, ne? Der will go, go, go. Der Chat hat übrigens eine Erklärung für deinen Verbleibend geliefert, weil das ist die 1:1 Übersetzung von Remaining. Und der Virgil's Death sagt, Remo ist ein lebender Simultanübersetzer und es stimmt auch noch. Ha, siehste. Habe ich mir doch gedacht. Ist doch verbleiben, Verb und dann verbleibend. Wie nennt sich das? Prinzip, wie hieß das nochmal, Janis? Deutschunterricht. Willst du mir jetzt mit Grammatik kommen? Ich sag immer noch Tu-Wort und Wie-Wort. Da brauchst du mit mir, brauchst du mir da gar nicht. Partizip. Ich glaube, so ist das. Partizip. Da ist kein Knowledge verbleibend bei mir, was da hingeht. Übrig, würde ich sagen. Aus dem Geschichtsunterricht mit, wie hieß er nochmal? Der Typ, der Handstand machen konnte und Bier trinken. Das Herr Kuhlbarsch. Sehr beeindruckend. Herr Kuhlbarsch. Es war kein Bier, es war Wodka O. Ach so, ja, noch besser. Kann man natürlich auch mit Bitburger machen. Mit Wodka O habe ich immer noch eine sehr angespannte Beziehung. So im Alter von 15 bis 17 habe ich mich da satt getrunken an Wodka O. Wodka O und Wodka Lemon, nicht so meins, nicht mehr. Auch kein, also nee, auch nicht meins. Wir haben übrigens hier ein neues Ergebnis von den anderen Spielplätzen. Die zweite Map zwischen Philly und Sunny ging gefühlt 37 Minuten oder so. Es ist das 2-0 für den Philly Warrior gerade geworden. Sunny schlägt sich richtig, richtig gut, aber kann den Sack nicht zumachen auf der Map. Das sind verrückte Games da drüben bei Sparta. Second Stream sofort aufmachen, Multi-Twitch. Es gibt diverse Möglichkeiten. Hier ein Screen, da ein Screen. Überall läuft Twitch, überall läuft Warcraft, überall läuft ESL-Meisterschaft. Hier auf Back to Warcraft und bei SP4 RTA. Und jetzt haben wir unser Game, Remo. Es ist noch ein Leben verbleibend für Scars. Kann er das nutzen und das Schiff herumdrehen? Oder holt sich Jokern das 6-0 am heutigen Tag? Das wäre schon verrückt. Aber Jokern in Rele-Form, ne? So ist er einfach. Auf geht's. Tide Hunters. So, da sind wir auf der vielleicht schönsten Map in Warcraft 3. Unten rechts Jokern setzt zum Klassenerhalt an. Wahrscheinlich wieder mit einem Keeper. Würde mich nicht überraschen. Auf der anderen Seite Scars kämpft ums Überleben. Wahrscheinlich wieder mit Farseer und Headhunt. Da ist er. Hätte mich überrascht. Philly hat es gestern versucht, dann noch mal irgendwie was ganz Verrücktes mit einem Blade Master. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. One Weapon. FSHH. Ja, und Scars muss aufpassen, diesmal die Wölfe am besten nicht so wegzufeeden. Das hat Joker auf der letzten Map sehr schön gemacht mit dem ersten Wisp Detonate. Da muss man sehr achtsam sein. Du hast gerade gemeint, die schönste Map in Warcraft 3. Ich würde sagen, auf jeden Fall eine der schönsten. Erinnerst du dich noch an Swamped Temple? Oh. Die fand ich auch wunderschön. A beauty! It's a beauty! Nicht unbedingt so am besten für 1v1, aber einfach nur bildhübsch. Ja, bildhübsch. Schönheit ist manchmal nicht alles. Kommt auch ein bisschen auf die inneren Werte an. Und aber auch da überzeugt Tidehunter uns zum Beispiel direkt am Anfang mit diesem Sea Giant, den sich Jokern hier mal einverleibt. Sieht auch gemütlich aus hier. Das ist ein kleines Lagerfeuer. Ja, da wird ein Sparrenferkel gebraten. Ja, so ein Haufen Leichen, ne? Ja, davon kann man nicht mal absehen. Im Käfig! Janis, denk doch mal ans Spanferkel.
Ah, ist kleiner, nicht schlecht. Kleiner Trivia-Tidbit. Weißt du, warum das Spanferkel heißt, Janis? Oh. Also Ferkel ist klar. Das weiß ich noch von Genial daneben. Das Hugo Egon Balder, Grüße gehen raus. Alter Freund des Hauses. Nö. Spanferkel heißen so, weil es anlehnt an dem kleinen Ferkel, das so jung ist. Ein Span ist die Brustwarze der weiblichen Sau, der Mutter, an welchem natürlich die Ferkel die ganze Zeit nuckeln. Deswegen Spanferkel. Dass du dich mit Brustwarzen auskennst, überrascht mich weniger. Gut, haben wir wieder was gelernt. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier in der ESL-Meisterschaft. Glauben manche Leute nicht. Wir haben übrigens einen sehr schnellen Tag, einen übertrieben schnellen Tag von Scars. Der ist 60% durch, bevor hier die Barracks fertig wird. Ja, zuvor hat er schnell Headhunter gespielt und langsam Tag, ne? Diesmal ändert er die ganze Geschichte ein bisschen und das gefällt mir sehr gut. TC wird somit schnell rauskommen und das Gecreeper vom TC war das Problem. Zuvor wurde er direkt immer vom Panda harassed, aber diesmal wird das anders aussehen. Natürlich, das Problem wird sein, er hat wesentlich weniger Headhunter dann, um den TC hochzuleveln. Aber es gibt hier ein paar kleine Creepcams, wo das durchaus machbar ist. Und Scars hat es auch gut hinbekommen, nicht allzu viele Wölfe wegzufeeden. Hat vorhin sehr nett einen Detonate gedodged. Und Joker hat hier Probleme, überhaupt Level 2 zu erreichen. Und das ist durchaus eine Seltenheit. Gerade auf dieser Map. Hat ein bisschen was gekriegt, aber hat jetzt keinen Bock mehr auf Farsia. Geht gen Norden. Mit Treants kann man das natürlich easy creepen. Wobei dieser Flash Eater gleich den Huntsman oder die Reste vom Huntsman verspeisen wird. Da wird ein bisschen dauern hier. Oder? Mampft er? Nee, noch nicht. Kein Hunger heute. Ah, jetzt! Okay, jetzt aber. Geht doch. Könnte in der Mitte entangeln, aber ist auch ein bisschen Mana-Verschwendung. Ja, der Mann hat's ja noch. In der Mitte die Turtles natürlich easy zu creepen, wenn man ein bisschen Normal Damage hat. Mit Wölfen hat man das direkt. Einige Archer, da hat er keinen gekillt. Was haben wir hier für ein Bild bei Jokern? Hunter's Hall diesmal sehr spät. Aber ab geht's in die Base von Scars und diese Spirit Lodge. Weiß nicht, ob die so eine goldene Zukunft hat. Entangle aber eingesetzt. Die Treants halten nicht mehr lange. Einer ist gleich alle. Und die Lodge, die wird, glaube ich, fertig. Aber dafür müssen zwei Headhunter dran glauben. Und das tut jetzt weh, wo man schon so wenig Headhunter hat, um den TC zu creepen. Plötzlich nur noch zwei übrig. Aber gut, gleich hat er den dritten Headhunter, ne? Dann kann er immerhin ein bisschen creepen. Und das TP ist auch weg. Ich habe mich kurz gefragt, ob der Scars wieder wild die Shockwave raushaut. Einfach so als Überraschungsmoment, bevor Joker das TP zieht, um den Hero zu killen. Aber auf Level 2... macht das vielleicht nicht so viel. Aber Level 2 bringt einem Chain Lightning. Das ist schön, gerade gegen Wisps. Endurance Aura auf dem TC, um vielleicht ein bisschen die fehlenden Headhunter wieder auszugleichen. Und mit den 4 Headhuntern und den 2 Wölfen kann man plötzlich sehr gut creepen. Das orangene Camp leicht zu nehmen und danach rüber zur Echse durchaus machbar. Die Echse, die auch von Joker gecreept wurde, hat jetzt Level 3 und somit der Keeper natürlich stark unterwegs mit dem Entangle. Aber das Schamanen-Timing scheint perfekt zu sitzen. Scars einmal mehr, verzögert sein Tier 3 und ich glaube, das ist die richtige Wahl. Farsia, bisschen passiv unterwegs momentan. Will hier nicht versuchen zu harassen, sondern will lieber seinen TC beschützen. Ja, vielleicht braucht er ein bisschen Support. Wird schon noch gern ein bisschen mehr sehen an Warcraft-Action. Also ich will hier nicht Partei ergreifen, aber mehr Warcraft ist immer gut, das wissen wir. Und daher Scars kann man einen raushauen. Und jetzt geht er einfach rüber mit einem Schaman gegen das Entangle. Ab in die Mitte. Wenn er den Snapper kriegt, schon ein großes Ding. Schnapp, schnapp. Sentry Wards wären hier zum Beispiel sehr nett. Oh, aber der Keeper kann es vielleicht sogar klauen. Tally Staff auch, noch kein Stomp hier, also kaum Gefahr. Jetzt aber. Detonate. Heroes, Schamanen und Wölfe erwischt. Sehr nett gemacht. Und die sitzen einfach, diese Detonates. Da hat er vielleicht ein bisschen trainiert für diese Woche. Extrem wichtig in diesem Matchup. Reveal hat er auch. Panda, ein bisschen Multitasking geht gerade ab, habe ich das Gefühl. Die zweite Gruppe macht hier gar nichts. Immer noch nichts. Jetzt geht's weiter. Nicht so einfach jetzt für den Panda weiter zu creepen.
Das orangene Camp an der Goldmine, bisschen schwierig. Ancient of War, da auch das Multitasking, bisschen am Slippen. Hätte ein bisschen rüberschicken können an den Slab. Aber 6 Archer. Auch eine gute Anzahl, ne? Jede Menge Piercing-Damage von den Dryaden und den Archern. Auf jeden Fall sehr effektiv gegen die Schamanen. Gegen die Headhunter, beziehungsweise Berserker später. Werden wir sehen müssen. Und guck mal, was wir hier haben. Scroll of the Beast. Noch mehr Schaden für dich. Ganz nett, ne? Aber das kann natürlich bei den guten Wisp Detonates ganz easy weggedispelt werden. Gerade wenn man Disenchant auf Autocast hat. Wie Jokern das schon in vorherigen Games demonstriert. Boots of Kel'Thalas natürlich zum Wegwerfen. Level 3 TC unlocked. Und jetzt wird so ein bisschen die Map aufgesogen. Und Jokern hat hier irgendwie einen falschen Read, habe ich das Gefühl. Richtige Crab-Items auf dem Panda, um mal ganz ehrlich zu sein. Also, das ist nichts Gescheites. Ich glaube, das war ein paar Humans, die das vorgeschlagen haben. Wenn Crystal Ball plus 1 auf allen Stats hätte. Ich glaube, das wäre echt eine gute Idee. Du hast da immer tolle Ideen. Willst du deine Crown of Kings noch wieder zurückbringen vielleicht? Nö. Jetzt, wo die Auren alle geschwächt sind und die anderen Items gebufft, ist das okay. Tier 3 auf 3 Viertel. Jokern setzt zum Push an. Wie erfolgreich wird das? Wie gut ist das Positioning? So weit vorne mit den Schamanen ist nie gut. Drunken Haze, Breath of Fire, richtige Einladung dazu. Scroll of the Beast gezündet. Die Wisps sind vielleicht nicht da. Peons sind im Fight. Stomper, okay. Viel gedetonated werden kann hier erstmal nicht, aber Mana ist Mangelware. TC wieder low HP. Er hat eigentlich einen Bonus Strength, aber vielleicht ist das dann doch nicht gut genug. Heal Potion. Aber letzte Sekunde übergeben. TC immer noch ein bisschen im Problem. Mana Pot und Stomp. Jawohl, das hat gut reingehauen. Aber der Panda, der hat noch einen Breath. Der hat noch einen Breath. Und das ist der nächste Kill. Dieser TC stirbt irgendwie jedes Spiel. Ja, der kleine Vogel hat ihn kaputt gepickt. Vielleicht Sneaky Surround mit den Peons auf irgendwas, aber das sieht nicht gut aus. GG Joker. Oh. Okay. BB anscheinend. Joker mit dem 6-0. Man aware, aber Success high. Ui, Remo, du siehst aus wie Ricky. Das ist nicht gut. Ja, Joker hat sich mal wieder bewiesen am zweiten Spieltag mit 6-0 sehr gute Plays abgeliefert. Beim Sportsmanship, da kann man vielleicht noch mal ein bisschen dran schrauben. Aber gut, in der nächsten Saison werden wir sehen, wie es aussieht. Joker einmal mehr mit dabei, verstärkt die Nachtelf-Bank. Frage ist, wie sieht's im anderen Spiel aus? Haben wir da ein Resultat? Da haben wir ein 2-1 momentan. Sunny also mit einem Win. Und da geht's noch weiter bei SP4RTA Sparta auf Twitch. Wir müssen natürlich noch von unserem Sieger hören. Wir müssen den Michel mal fragen, was da los ist, warum der so auf Krawall gebürstet ist hier in letzter Zeit. Jawohl. Dann laden wir mal gleich ein zu unserem Spotlight im Warteraum. Jetzt haben wir hier 3 Interviewräume. Ja, gehen wir schon mal rüber, oder? Ich bin schon mal da. Haben wir auch ein bisschen Ruhe vor Remo, zumindest für die ein oder andere Sekunde. Ja, Skars, definitiv gutes Talent in der Warcraft-Szene. 21 Jahre alt, muss vielleicht noch ein bisschen grinden. Hat seine ersten Turniere erst letztes Jahr gespielt. Von daher ist vielleicht Erfahrung, was ihm so ein bisschen abgeht. Hatte ein gutes Match gestern gegen Tom. 2-3 heute. Geht so. Sag ich mal, das ist verbesserungswürdig. Gute Ansätze gezeigt. Ich hoffe, er bleibt am Ball. Spielt auch mal eine Dreamhack. Und kommt da ein bisschen weiter. Ich gönne ihm alles erdenklich Gute. Scheint ein feiner Kerl zu sein. Kriegt er jetzt von mir einfach mal so als Prädikat, ohne dass wir je gesprochen haben. Ja, ich hoffe, er bleibt motiviert. Ich hoffe, er spielt weiter. Da ist auf jeden Fall gut Potenzial vorhanden. Und wie wir vorhin gesehen haben, junger Kerl. Und wir haben mittlerweile einige sehr talentierte Jungs in Europa mit Dice und Johnny Cage. Wer weiß, vielleicht kann Skars sich da auch bald einreihen. Die Playing Ducks freuen sich natürlich. Da haben sie ihren zweiten Spieler in der Season. Könnte natürlich noch ein dritter sein mit Sunny, wenn der sich hier durchsetzen sollte. Gegen den Philly. Ansonsten können die einfach Philly Warriors sein, oder? Da haben wir auch wieder einige Spieler in der Meisterschaft. Die haben Drunken, die haben Tom, die haben Jokern. Und wir haben Jokern hier im Interview. Holen wir uns doch mal rein in die Bude.
Jokern, herzlichen Glückwunsch zum Sieg heute. Wie sich das Blatt gewendet hat gestern, heute. Ne? Gestern war es ein 0-3, war kein guter Tag für dich, aber heute 3-0, 3-0. Wie kam das? Wie hast du das so rumdrehen können? Ja, guten Abend erstmal. Hi. Ja, gestern war ein bisschen unglücklich an manchen Stellen, aber ich habe auch ziemliche Probleme gegen Undead, muss ich sagen. Und nach der zweiten Map war ich auch tilted. Ja, heute habe ich dann versucht, ein bisschen geschmeidiger zu bleiben und nicht auf die Provokation einzugehen. Weiß nicht, ob ihr das Salz gespürt habt. Wir haben da durchaus ein bisschen was gesehen, ja, wenn du es ansprichst. Wie hat dich das denn beeinflusst und wie resistent bist du denn da normalerweise? Erzähl doch mal einen Schwank. Ja, also beeinflusst hat mich das nicht, weil, ja, ich wusste ja, dass er nur diese eine Strat kann. Und der Ladder schreibt auch seinen Smurfs dann schon mal gerne Hurensohn, wenn er einen Hero killt. Deswegen finde ich das ein bisschen lachhaft, dass er da in der Lobby schreibt, ich wäre ein kleiner Flamer. Aber, naja. Wenn es drauf ankommt, habe ich ihm gezeigt, wo es lang geht. Das hört sich ja fast nach einem Anime-Spruch an. Da wurde gut zurückgefeuert. Ja, Jokern, du bist jetzt wieder in der Meisterschaft mit dabei. So, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich denke mal schon, es gab so ein bisschen so ein Meme, Jokern, der Rele-König. War das sehr viel Selbstbewusstsein, mit dem du hier gestartet bist in die Relegation? Gab es da irgendwas an Nervosität? Was war so deine Ausgangssituation für die Rele? Ja, also angespannt und ein bisschen aufgeregt war ich gestern so wie heute. Aber gestern habe ich mir eigentlich mehr ausgerechnet. Ich habe den Tag davor noch mit Sight trainiert gehabt, was mir übrigens der gute Scription verschafft hat. Danke dafür nochmal. Da habe ich auch 2-0 gewonnen. Weiß nicht. Und am nächsten Tag dann irgendwie nicht so performen können. Und heute, ja, ich war eigentlich confident, weil ich gegen Palace in der Regel gewinne. Und Skars, ja, da wusste ich halt, dass da der Headhunter-Style kommt. Und wenn ich da nicht großartig Fehler mache, war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das nach Hause schaukel. Jo, und da wurden nicht nur wenig Fehler gemacht, sondern auch ein paar richtig gute Moves rausgehauen. Irgendwelche super Detonates durch den ganzen Tag, hatte ich das Gefühl. Verrückte Blocks gegen eine Speedscroll und so. War das heute so der Top-Jokern oder ist da noch Luft nach oben? Ja, es war schon ganz gut eigentlich, aber ich habe halt auch Tage, da geht noch ein bisschen mehr und dann habe ich halt auch leider Tage, wo ich halt überhaupt gar nichts gebacken kriege. Da fehlt mir noch ein bisschen die Konstanz. Wenn du es dir aussuchen dürftest, würdest du nächste Season lieber an einem Dienstag spielen oder an einem Mittwoch? Das ist mir eigentlich egal. Ja. Nö, also ein Problem ist oft jetzt gewesen, dass ich dann abends Fußball gucken wollte oder so und dann Tom und Edo da um 7:30 anfangen und um 21 Uhr immer noch dran sind. Ja, okay. Aber die Spiele sind ja halt dann teilweise Dienstag, teilweise Mittwoch, also ist eigentlich egal. Also nur die Gruppe mit Tom und Edo dodgen und dann ist das ein bisschen besser. Ja, am liebsten hätte ich keine Undeads, aber durch Schocker ist ja jetzt noch einer dazugekommen. Jo, das finde ich. Habe ich wahrscheinlich 3 Undeads in meiner Gruppe. Ja. Dann hast du ja noch ein bisschen Zeit, das Matchup zu trainieren. Ich glaube, auf Patches brauchen wir erstmal nicht hoffen. Also vielleicht ein paar neue Builds. Mit dem Panda sahst du ja heute sehr, sehr gut aus. Vielleicht das mal irgendwie da reinbringen und so. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du zum dritten Mal wieder dabei bist. Du bist eine Konstante und dafür gibt's einen Daumen hoch. Danke. Alles klar, bis bald. Mich bei Kevin bedanken für die Tipps und Tricks. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im Herbst. Jo, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Zack, wieder ein Playing Duck-Spieler in der Liga. Und da haben wir noch das Game bei Sparta auf Twitch zwischen Sunny und Philly Warrior. Das wird das Ganze entscheiden. Da steht es immer noch 2-1. Das Match ist quasi gerade gestartet, 4 Minuten alt. Und dann schicken wir euch doch mal alle rüber zu Sparta, würde ich sagen, Remo. Wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Schaffen es die Pearly Rifles in die Meisterschaft oder kann Philly Warrior das dann doch nochmal rumdrehen? Noch eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Definitiv. Ich muss nochmal kurz hier, also
den Leuten das Bracket zeigen. Ich finde aber gerade den Layer im Photoshop nicht, um das zu aktualisieren. Ha, ist schon der Name eingespeichert hier. Muss ich von der letzten Rede gar nichts mehr ändern. Das ist bei Jokern immer angenehm. So, da haben wir es. Unser Bracket sieht, folgendermaßen aus in der Rede. Schocki und Tom durchs Winner-Bracket. Jokern schlägt Scars und Palace back-to-back. 3-0, 3-0. Schafft es damit auch. Zwei Nachtelfen in der Liga. Kevin und Jokern. Von Longwalk haben wir leider Abschied genommen. Von daher keine drei Elfen. Aber es kommt noch ein Ork oder ein Human dazu. Damit entweder drei Humans mit Todd, Drunken und Sunny. Oder drei Orks mit Francis, Tom und Philly Warrior. Wir schicken euch rüber, bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und freuen uns natürlich nochmal ganz besonders auf die Viertelfinalspiele, denn die gibt's nächsten Dienstag, 19.15 Uhr und dann wird es richtig heiß, Freunde. Dann haben wir Wahn gegen Kevin, wurde gerade schon angesprochen. Kevin gibt Tipps überall und hat auch bisher alle Undeads vermöbelt, die ihm in den Weg gekommen sind. Ist Wahn der Nächste, der fällt? Ist er die nächste Maus, die zerquetscht wird von der Raketenbohne? Oder wird dieser legendäre Run von Kevin hier umzingelt und erledigt. Auf der anderen Seite haben wir Ente gegen Francis, unser deutscher Vizemeister von Mausboards, gegen den erfolgreichsten Österreicher aller Zeiten. Das wird klasse. Ab morgen 18 Uhr auf ESL-WC3, die Dreamhack. Da haben wir tolle Partien. Wir haben Happy gegen Starbuck, wir haben Foggy gegen Little DC, wir haben Hawk gegen das junge Talent Dice und deutsche Partizipation haben wir natürlich auch. X-Lord trifft auf Starshaped, also die Warcraft-Action dank der ESL endet nie. Außer bei uns jetzt heute. Da schon. Aber wir schicken euch rüber zu Sparta. Bis bald. Gute Nacht.